Vorstellen oder schwer zu reden und zu spielen. Lukas Böhni. We'll be right back.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier im multikulturellen Zentrum Templin. Ich möchte zuallererst einmal das Publikum begrüßen und hoffe, dass Sie einen schönen und informativen Abend haben. Und dann möchte ich auch noch unsere Kandidaten begrüßen. Ja, ich finde es schön, dass Sie alle für uns Zeit gefunden haben und hoffe, dass wir schöne Gespräche führen werden und schön diskutieren werden können. Vor allem möchte ich auch noch den Stream begrüßen, da dies alles live veranstaltet wird. Und vor allem natürlich auch noch die Jugendhäuser in Prenzlau, Schwedt und Angermünde. Wir als Moderatorenteam haben uns in den letzten 4 Wochen getroffen und Fragen für die Politiker vorbereitet. Und ja, das haben wir alles mithilfe des Jugendkellers gemacht, der uns dabei auch ziemlich stark unterstützt hat. Die Kooperationspartner dieser Veranstaltung sind das Jugendhaus Villa 2.0, das Multikulturelle Zentrum Templin, Regio 1, Live Online Fernsehen Berlin-Brandenburg. Zudem wurde diese Veranstaltung von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben über den LAP Uckermark gefördert und findet unter anderem im Rahmen der Jamla-Praxisqualifikation zum Thema digitale Jugendbeteiligung statt. Dies ist eine Veranstaltung, die Teil der Demokratietour Uckermark und U18-Wahl ist. Die U18-Wahl gibt es deutschlandweit. Dort werden Kinder und Jugendliche im Vorfeld mit den Parteien und den Wahlen bekannt gemacht und können dann ihre Zweitstimme abgeben. Bei den richtigen Wahlen gibt es einmal eine Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme ist für die Wahl der Direktkandidaten und die Zweitstimme für die Wahl der Landesliste und der Parteien. Diese U18-Wahl wurde auch in Templin durchgeführt, nämlich bei dem Gymnasium, der Oberschule, der Förderschule und einigen Klassen der Naturschule und des Oberstufenzentrums. Und heute um 18.30 Uhr fand die Auszählung der Wahl statt. Und das Ergebnis hier in Templin ist, dass die meistgewählte Partei die SPD war, die zweitmeistgewählte die Grünen und die drittmeistgewählte Parteien mit gleich vielen Stimmen die Linke und die FDP. Technisch verantwortlich für den Stream sind die Verbreiter und die KandidatInnen beachten bitte, dass jeder zu Wort kommen soll. Daher haben wir auch entschlossen, die Redezeiten auf 40 Sekunden zu begrenzen. Danach werden wir Musik einspielen, die dann immer lauter werden wird. Also fassen Sie sich bitte kurz und nehmen Sie das nicht persönlich. Vorab möchte ich das Publikum darauf hinweisen, dass wir für ein konstruktives Gespräch keine Zwischenrufe möchten. Und bitte merken Sie sich Ihre Fragen, denn diese können Sie noch am Ende stellen. Zudem sollten Sie Bluetooth bitte abschalten, da dies unsere Elektrik es könnte dazu führen, dass es Probleme gibt. Nun kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich haben Sie zum Anfang einen QR-Code bekommen, welcher Sie auf eine Website namens Tweetback führen wird. Den Livestream würde ich bitten, folgenden Link nochmal einzutippen. Und ja, Tweetback ist ein Tool für digitale Beteiligung, in welchem Sie entweder Fragen stellen können und andere Fragen liken können. Dazu möchte ich Sie natürlich noch hinweisen, dass wir die Fragen entsperren können. Und das heißt, wir werden nur die Fragen entsperren, die wir als ernstzunehmende Frage wahrnehmen werden. Und wir werden zudem die Fragen zum Schluss hin den Kandidaten stellen, die die meisten Likes hat. Sie können außerdem jeden Themenblock an einer Umfrage teilnehmen. Und die Umfrage für den jetzigen Themenblock lautet: Wissen Sie bereits, wen Sie wählen würden? Sie können jetzt Ihr Handy rausholen und daran teilnehmen. Gut.
Gut, kommen wir nun zu dem Ablauf der ganzen Veranstaltung. Zuerst werden die KandidatInnen vorgestellt, nämlich mit Hilfe einer kleinen Schnellfragerunde, und daraufhin werden den KandidatInnen eine Frage gestellt und sie müssen diese mit 3 Sätzen beantworten. Danach wird durch Zufallsprinzip einem Kandidaten immer die Möglichkeit gegeben, einem anderen Kandidaten eine Frage zu stellen. Daraufhin kommen wir zu den Fragen zu verschiedenen Themenbereichen. Da gibt es einmal die Schwarz- oder Rot-Fragen. Diese werden aber dann nachher gleich erklärt. Und normale Fragen. Die Vorstellung der KandidatInnen und die Fragen zu den Themenbereichen werden sich immer abwechseln. Und zum Schluss gibt es noch die Abschlussfragen, auf die sich die KandidatInnen schon im Vorfeld vorbereiten konnten. Und daraufhin werden wir uns den Fragen aus dem Publikum widmen. Jetzt zeigen wir Ihnen nochmal den Wahlkreis 57. Sie können ihn jetzt hier oben sehen. Wir sind ein Wahlkreis von 299. Und ja, jetzt kommen wir zu der Auswertung der jetzigen Tweetback-Umfrage. Sie können sie jetzt auch hinter mir sehen. Die meistgenannte Antwort war, ja, ich wäre schon entschlossen. Wir fangen jetzt an mit der Vorstellung der KandidatInnen. Als erstes möchten wir Isabel Tschockalm vorstellen. Isabel Tschockalm wurde 1973 geboren und wohnt seit 2013 in Klosterfelde. Bei der Linken ist sie seit 2001 aktiv und seit Anfang 2020 Co-Vorsitzende der Linken im Kreisverband Barnim. Außerparteilich engagiert sie sich bei Mensch und Tier gemeinsam, im Benauer Netzwerk für Weltoffenheit und beim VVN BDA Uckermark Barnim. Außerdem steht sie auf dem Listenplatz 7 ihrer Partei. Mit ihrem Wahlspruch laut für die Leisen setzt sie sich laut ihrer Internetseite für wirkliche Veränderung und gegen Korruption ein. Als nächstes kommen wir zu der Schnellfragerunde. Isabel Tschockalm, E-Fahrrad oder E-Auto? E-Auto in dem Bereich, wo man nicht mit dem E-Fahrrad so weit fahren kann in der Uckermark. Super, aber bitte kurze Antworten beim nächsten Mal. Früh aufstehen oder früh schlafen gehen? Früh aufstehen. Handball oder Fußball? Fußball. Salz oder Pfeffer? Beides. West oder Ost? Beides, Ost bin ich geboren. Softeis oder Kugeleis? Kugeleis. Hund oder Katze? Beides. Mindestlohn oder bedingungsloses Grundeinkommen? An erster Stelle Mindestlohn. Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch eine... Altes oder Neues Testament? Keins von beiden. Rot-Rot oder Rot-Rot-Grün? Keins von beiden. Dankeschön. Als nächstes kommt es zu meiner Frage, die Sie dann in 3 Sätzen bitte beantworten. Und zwar, was bedeutet für Sie wirkliche Veränderung? Wirkliche Veränderung bedeutet, wenn wir nicht an manchen Stellen ein Pflaster aufkleben, damit es hier und da ein bisschen besser wird, sondern wenn wir tatsächlich die großen Veränderungen anpacken, wirkliche soziale Gerechtigkeit schaffen und Klimagerechtigkeit, damit wir den Menschen auch Vertrauen zurückgeben. Im Großen wie im Kleinen. Dafür muss man sich aber mit den Großen auch anlegen müssen und können und dürfen und sich das auch trauen. Und nicht nur Veränderungen von den kleinen Leuten erwarten. Als nächstes kommt die Billardrunde. Ich werde jetzt eine Kugel ziehen. Und je nachdem, welche Farbe diese Kugel hat, können Sie der Partei, die zu dieser Farbe gehört, eine Frage stellen.
Ja, die FDP verliert ja gerade aufgrund eines dubiosen Immobiliendeals eventuell ihre Parteizentrale. Sollte man nicht doch Spekulationen am Wohnungsmarkt generell unterbinden? Jetzt antwortet die FDP. Erstmal einen schönen guten Abend von mir. Natürlich sind Spekulationen überhaupt nicht gut und am Wohnungsmarkt ganz und gar nicht. Da gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Und die Frage, die sich mir stellt, wie kann man das am besten unterbinden? Und darüber müssten wir mal diskutieren. Super. Dann kommt als nächstes der Themenblock, den Lena und ich leiten, und zwar Soziales. Ja, hallo, ich bin Lena. Wir gehen jetzt nochmal auf Tweetback ein mit der App, mit der wir gerade arbeiten. Wenn ihr gerade mal auf euer Handy schaut, seht ihr eine neue Frage, die da aufgeploppt ist. Die ist nämlich, welche staatliche Leistung findest du am wichtigsten? Am Ende dieses Blockes Soziales, wo wir gleich drüber ein bisschen debattieren können, wird das Ergebnis dieser Frage nochmal näher beleuchtet. Jetzt kommen wir auch zu einem Spiel, einem ganz kleinen. Sie können hier, liebe PolitikerInnen, auf den kleinen Tischen jeweils eine Tischtenniskelle erkennen. Die hat ja bekanntlich zwei Seiten, eine rote und eine schwarze. So heißt auch unser Spiel, rot-schwarz. Sie werden gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen hören. Und genau. Die erste Seite, das ist bei uns die rote Seite, steht dann für die erste Antwortmöglichkeit. Als kleines Beispiel, Schüler und Schülerinnen oder SchülerInnen. Was würden Sie meinen? Okay, dann gleich zur nächsten Frage. Kindergeld erhöhen, später oder sehr bald? Danke. Princess Charming oder Bachelorette? Bedingungsloses Grundeinkommen oder Lohn für Arbeit? Auf welche Summe wollen Sie den Mindestlohn setzen? Bitte schreiben Sie das auf einen Zettel, den sehen Sie auch auf Ihren Tischen. Diese dann am besten zeigen und Ihre Summe vielleicht auch ansagen. Sie können gerne beginnen. Ja, guten 13 Abend. 13 Euro. Jetzt, guten Abend. 12 Euro. Ich könnte mir auch 13 Euro vorstellen. Ja, guten Abend. Von meiner Seite, der Mindestlohn sollte in seiner jetzigen Form beibehalten werden. Guten Abend, 12 Euro. Okay, und noch ein letztes Mal die Kelle in die Hand nehmen für Solidaritätszuschlag oder mehr Geld im Portemonnaie behalten. Okay, vielen Dank. Nun kommen wir zu unseren Fragen. Die erste richtet sich an Herrn Boginski. Wie stellen Sie sich eine bessere Vorbeugungs- und Verfolgungsstrategie bei häuslicher Gewalt vor? Also, ich glaube, es kommt darauf an, dass man genügend Einrichtungen hat, wo Kinder, Frauen, aber auch Männer gibt es ja auch, sich hinwenden können, wenn diese Probleme zu Hause auftreten. Weil ich glaube, die Frage der Beratung, des Helfens ist unheimlich wichtig. Wenn Sie jetzt Vorbeugung sagen, geht es ja darum, dass so etwas nicht passieren kann. So etwas nicht passieren kann eigentlich nur, wenn man Kinder und Jugendliche von klein auf, wenn man ihnen deutlich macht, dass Gewalt keine Lösung bringt. Das wäre so eine Möglichkeit. Vielen Dank. Herr Kellner, was sagen Sie dazu? Ja, Gewaltfreiheit ist ein wichtiges Ziel im gesellschaftlichen Zusammenleben und in der Tat haben wir das Problem, dass wir nach wie vor eine völlig ungenügende Finanzierung von Frauenhäusern haben, von Kinder- und Jugendeinrichtungen.
Übrigens auch von Hilfe und Unterstützung an Schulen, Schulsozialarbeit. Das sind Punkte, die wir da stärken müssen, um sowas zu verhindern und dass das gar nicht so fern ist. Ich erinnere nur, dass Vergewaltigung in der Ehe erst in den Mitte der 90er Jahre abgeschafft wurde und als Strafe eingeführt wurde. Also das heißt, das ist gar nicht so ein Thema, was so wahnsinnig weit weg ist und was uns immer noch beschäftigt und wo es vor allen Dingen auch um Prävention und Angebote geht. Gut, die nächste Frage richtet sich als erstes an Isabel Tschockalm und danach an Stefan Zirke. Laut einer Studie der WHO erfährt mehr als jede zweite Frau zwischen 16 und 85 in ihrem Leben sexuellen Missbrauch. Wie wollen Sie diese Lage verbessern? Also auf jeden Fall durch mehr Beratung, mehr Anlaufstellen und vor allen Dingen auch dadurch, dass Mädchen und Frauen definitiv nicht mehr dafür diskriminiert werden, dass sie sich an eine Stelle wenden oder an die Polizei wenden und dann gesagt wird, naja, guck mal, wie du angezogen bist, du bist ja selber schuld, dass das Problem generell gesellschaftlich viel, viel ernster genommen wird und die Menschen dann tatsächlich Hilfe erfahren und nicht noch dafür sozusagen diskriminiert werden oder das heruntergespielt wird. Genau. Und entsprechend natürlich die Bestrafung dann. Ne? Gut, dann machen wir weiter mit einer sehr wichtigen Frage von uns Jugendlichen. Zirke muss noch. Tut mir leid. Ja. Entschuldigung. Also klar, wir müssen viel mehr Frauenhäuser haben. Jede Stadt sollte eins haben, das heißt mehr Geld für die Frauenhäuser. Wir müssen Aufklärung viel mehr betreiben. Wir müssen dafür werben, dass sich Frauen, auch Männer, die übrigens auch betroffen sind, aber vor allen Dingen Frauen, wissen, wohin kann man sich wenden, wenn ich wirklich diese schlimme Tat ertragen musste. Da ist ganz viel Sozialarbeit nötig. Und wenn ich sage Sozialarbeit, heißt das natürlich, wir müssen Ehrenamtliche und Vereine auch unterstützen, die in diesem Feld tätig sind. Und natürlich muss auch der Gesetzgeber. Okay. Dann machen wir weiter mit einer Frage, die uns Jugendlichen sehr wichtig ist. Wie wollen Sie Gleichberechtigung und Gleichstellung aller Menschen, egal welcher Sexualität oder ihrem biologischen und sozialen Geschlecht, sie sich angehörig fühlen, durchsetzen? Diese Frage richtet sich an Herrn Boginski und danach an Frau Tschock ein. Also erstmal steht es im Grundgesetz. Jeder Mensch ist gleich, da gibt es also überhaupt gar keine Frage, dass das also gesetzlich verankert ist. Und dieses Gesetz muss in Deutschland durchgesetzt werden, da darf es keine Unterschiede geben. Und dafür sind wir alle da. Und ich glaube einfach, dass Bildung dort unheimlich viel bewegen kann. Das heißt also, wenn Kinder und Jugendliche von klein auf lernen, dass es dort keine Unterschiede gibt und auch keine Unterschiede zu machen sind, dann haben wir schon viel in Deutschland erreicht. Unter anderem dadurch, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt und im Berufsleben nicht mehr herabgesetzt behandelt werden, dass der gleiche Lohn für gleiche Arbeit auch für Frauen gilt, dass wir es wirklich leben. Also nicht nur im Gesetz ist es verankert, sondern dass es wirklich gelebt wird und dass tatsächlich viel mehr darin investiert wird, gegen Sexismus und auch gegen sonstige Formen der Menschenverachtung vorzugehen und da nicht nur Augenwischerei betrieben wird. Die nächste Frage richtet sich an Herr Kellner und Herr Zirke. Und zwar, Frauen werden durchschnittlich schlechter bezahlt. Was wollen Sie gegen den sogenannten Gender Pay Gap tun? Ein Entgeltgleichheitsgesetz, sodass das Prinzip gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit gilt und durchgesetzt wird. Und auch eine Frage von Quoten in Aufsichtsräten. Das sind zwei Punkte, die wir im Wahlprogramm haben und die dazu beiträgt, diese Lücke zu verringern, weil sie ist nicht akzeptabel im 21. Jahrhundert. War schon im 20. nicht, aber es ist immer noch ein Thema, was es gilt anzugehen.
Genau, also Entgeltgleichheitsgesetz, gleiche Meinung, aber vor allen Dingen nicht nur für große Betriebe, sondern was uns fehlt, ist auch in den kleinen Betrieben. Hier muss das noch mehr verschärft werden und die Transparenz hergestellt werden, dass auch hier eine klare, unter den Mitarbeitern eine klare und Mitarbeiterinnen eine klare Regelung ist und dass jeder sehen kann auch, dass es da keinen Unterschied gibt. Also das Entgeltgleichheitsgesetz nochmal auch für niedere, also für kleinere Betriebe erweitern. Okay, nun mit der nächsten Frage würde ich gerne noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich war mit einem guten Freund unterwegs. Wir wollten zum Rewe ein paar Chips holen in der Nacht. Rewe hatte noch offen. Genau, und dann sind wir eben durch die Straßen gelaufen und nur er wurde komisch angeschaut. Missgunst stand in den Augen von ein paar Leuten. Er wurde nicht akzeptiert. Ja, dann kamen wir an Rewe an und naja, er wurde als Schwarzer beleidigt. Das war so, weil er Saido heißt, weil er aus Afrika kommt. Alltagsrassismus ist ein großes Thema. Wie wollen Sie diesen Alltagsrassismus bekämpfen, Herr Gnauk? Ja, vielen Dank für die Frage. Guten Abend erstmal. Natürlich ist es in unserer aufgeklärten Gesellschaft ja, ein No-Go, wenn Menschen diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Und ich denke, das ist vor allem eine Aufgabe der Gesellschaft, dass wir wieder ein soziales Miteinander schaffen, dass wir wieder einander mehr zuhören und dass wir einander nicht aufgrund des Aussehens diskriminieren, sondern einfach wieder offen aufeinander zugehen. Und da hat natürlich die Politik eine ja, Vorreiterrolle, eine Vorbildrolle. Und ich gehe da, denke ich, mit gutem Beispiel voran. Frau Tschockalm, was sagen Sie dazu? Das muss man auf allen Ebenen bekämpfen, also in den Parlamenten. Das heißt, Nazis raus aus den Parlamenten. Das muss man im Alltag, auf Arbeit, mit den Nachbarn, egal wo einem das begegnet, muss man das bekämpfen und muss man dagegen vorgehen und antreten. Wenn man oder wenn Frau in die Situation kommt, dass man sozusagen das beobachtet, dass man dazukommt, nie schweigen, immer eintreten für die Menschen, immer Seite an Seite stehen, solidarisch, antirassistisch, antifaschistisch. Gut, die nächste Frage richtet sich wieder an Herr Kellner und an Herr Voginski. Und zwar, was ist Ihr Konzept gegen Antisemitismus in Deutschland? Das eine ist, das gehört nicht nur in die Schulen, in die Bildung, sondern es gehört immer wieder in die gesellschaftliche Auseinandersetzung rein. Es ist nie zu schweigen, auch immer wieder da. Wir haben das ja in Halle gesehen, beispielsweise mit dem furchtbaren Anschlag auf die Synagoge. Wir haben das jetzt gerade wieder in Hagen gesehen und immer wieder deutlich zu machen, dass die Würde des Menschen, eines jeden Menschen, unantastbar ist und dass es für jeden geht und dass Antisemitismus entschieden bekämpft gehört und dass man auch benennt, wo diejenigen sind, die Rassismus, die Diskriminierung schüren und angreifen. Ich komme ja aus Eberswalde und in Eberswalde hatten wir in den 90er Jahren extreme Probleme mit Rechtsextremismus insgesamt. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass der erste rassistische Mord in Eberswalde passiert ist. Amadeo Antonio wurde von dort auf offener Straße zusammengeschlagen und ist dann später daran gestorben. Daraufhin haben wir in Eberswalde ein breites Bündnis der Menschen mit demokratischer Einstellung gebildet. Da waren Lehrer bei, da waren Hochschulprofessoren bei, da waren Menschen aller Couleur dabei. Und wir haben es geschafft, in Eberswalde, glaube ich, den Schalter umzudrehen. Und das ist mir besonders deutlich geworden 2015, als wir über 2000 Geflüchtete in der Stadt aufgenommen haben. Und da gab es keine, die müssen raus oder ähnliches, sondern die erste Frage war gewesen, der Eberswalder und Eberswalder, wie können wir helfen? Was können wir machen? Und ich finde einfach, neben Bildung ist also dieses gesellschaftliche Klima in einer Kommune, dieses gesellschaftliche Klima in einem Land ganz, ganz wichtig. Man muss den Leuten, die positiv sind, Unterstützung geben. Okay. Darf ich da einmal noch mal ganz kurz auch Herrn Boginski persönlich danken? Das ist komisch als Grüne, aber wir waren im Wahlkampf. Wir hatten eine Unteilbar-Demo in Eberswalde, da standen Sie, da stand Herr Zirke, da stand Isabel Tschockalm auf der Bühne, weil die,
die Würde des Menschen unantastbar ist. Und sie hatten das Rathaus mit Regenbogenschirmen geschmückt. Das nehme ich auch dazu, dass demokratische Parteien zusammenstehen, bei allen Unterschieden, die wir bei Steuer- oder bei Mietenpolitik wahrscheinlich hätten, dass sie zusammenstehen, wenn Rassismus, wenn Menschenfeindlichkeit, wenn dann jemand wie Bernd Höcke auf dem Marktplatz demonstriert. Das ist auch ein Zeichen gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Und dafür herzlichen Dank. Als Bürgermeister haben Sie da auch mit Flagge gezeigt. Vielen Dank für die ganzen guten Beiträge. Jetzt schauen wir nochmal auf Tweetback. Das sehen Sie alle schon im Hintergrund. Welche staatlichen Leistungen finden Sie wichtig? Hier hat klar die Krankenversicherung gewonnen. Damit sind wir auch für den sozialen Bereich erstmal durch und würden weiter überleiten und somit zu der Vorstellung der FDP kommen. Guten Abend. Wir beginnen mit der Vorstellung von Herrn Boginski. Friedhelm Boginski kandidiert für die FDP. Geboren 1955 in Bremen, wuchs er aber im schönen Brandenburg auf. Er ist verheiratet, hat 2 Töchter und 5 Enkelkinder. In der DDR machte er sein Abitur, leistete seinen Wehrdienst ab und absolvierte ein Lehramtsstudium. Danach war Friedhelm Boginski als Lehrer tätig. Nach der Wiedervereinigung wurde er Schulleiter der Eberswalder Goethe-Realschule und unterrichtete die Fächer Geschichte und Geographie. Er ist seit 2006 Bürgermeister von Eberswalde und 2014 als Bürgermeister deutlich wiedergewählt worden. Der Tagesspiegel bezeichnete ihn als den letzten großen Gelben und das bei einer Körpergröße von 1,82 Meter. Er ist seit 11 Jahren Vorsitzender des Städteforums Brandenburg. Auf den sozialen Medien ist er wenig bis gar nicht anzutreffen. Auf der Landesliste seiner Partei steht er auf Platz 2. Jetzt kommen wir zu dem Spiel Entweder-Oder mit Herrn Boginski. Urlaub im Norden oder Süden? Norden. Snapchat oder TikTok? TikTok. Stuhl oder Couch? Eher der Stuhl. Fliege oder Schlips? Krawatte. Pissoir oder Toilette? Pissoir. Jugend oder Senioren? Beides gut. Neu oder gebraucht? Eher neu. Animiert oder Spielfilm? Spielfilm. Essen gehen oder selber kochen? Absolut selber kochen. Kann ich richtig gut. Billard oder Tischtennis? Eher Tischtennis. Gut. Damit sind wir am Ende der Entweder-Oder-Fragen. Jetzt in 3 Sätzen, Herr Boginski. Welche Beweggründe führen Sie in den Bundestag, obwohl Sie doch ein gewählter Bürgermeister sind? Also, ich habe in der ganzen Zeit sowohl als Schulleiter als auch als Bürgermeister festgestellt, dass wir hier im Nordosten nicht unbedingt die Lobby haben, die man sich vorstellt. Und ich glaube, als Bürgermeister bist du relativ dicht dran an den Menschen. Du hast ja jeden Tag Kontakt mit den Eberswaldern und Eberswaldern und glaube, dass deshalb ich besonders gut weiß, was die Menschen bewegt, was sie antreibt oder was sie verändert haben wollen. Und das will ich einfach einbringen. Für jemanden, der 10 Jahre Lehrer zu DDR-Zeiten, 15 Jahre Schulleiter zu gesamtdeutschen Zeiten war, glaube ich, kann ich zum Bildungssystem eine ganze Menge mit einbringen, kann dort oder möchte auch versuchen, dort Veränderungen einzuführen, weil ich einfach Bildungsgerechtigkeit für ganz Deutschland möchte. Das ist mir unheimlich wichtig. Und als großes, fernes Ziel möchte ich gerne ein einheitliches Bildungssystem für ganz Deutschland. Das ist etwas, was mir so vorschwebt. Und da muss man einfach mal schauen, ob man dort etwas bewegen kann. Gut. Dann machen wir weiter mit der Billardrunde. Mann, Herr Zierke, was soll ich Sie denn fragen? ja,
Finden Sie die Regierungsarbeit der SPD in Brandenburg richtig gut? Ja, die Regierungsarbeit in Brandenburg ist gut. Das zeigen auch die Ergebnisse. Na gut. So, meine lieben Damen und Herren und lieber Stream, bitte nehmt das Handy raus, denn es wurde eine neue Frage im Tweetback freigeschalten. Die Frage lautet: Was ist dir beim Einkaufen wichtig? Da sehen Sie auch nochmal den Link. Weiter geht's mit den Schwarz-Rot-Fragen der Wirtschaft. Als erstes: Als erstes haben wir konventionelle oder ökologische Landwirtschaft. Parteispenden, alles offenlegen oder erst ab 10.000 Euro offenlegen. ARD und ZDF oder Privatfernsehen. Nachhaltigkeit und Kapitalismus sind vereinbar oder unvereinbar. Korruption in der Politik noch härter bestrafen oder ist ausreichend geregelt? Deutsche Wohnen enteignen, ja oder nein? Weiter geht's mit den Wirtschaftsfragen. Durch die Pandemie sind Branchen wie die Kulturszene eingeschränkt worden. Haben Sie diesbezüglich Angebote? Die Frage geht an Herrn Zierke. Haben Sie diesbezüglich was? Angebote. Ja, also wir haben ja viele Pakete auf den Weg gebracht, die helfen sollen, diese lange Zeit der Corona-Pandemie zu überbrücken. Das Geld reicht nicht aus. Das ist klar, dass man das gerade am Deckel ist. Wir müssen die Veranstaltungsbranche, die Unterhaltungsbranche wieder voranbringen. Das heißt, auch schnell wieder das Thema Impfen durchsetzen. Und wenn wir da wieder schnell die Veranstaltungen öffnen können für alle, dann geht es doch der Branche wieder gut. Das heißt also zügig impfen und dann wieder alle können Veranstaltungen besuchen. Wie wollen Sie das Lieferkettengesetz umsetzen, Herr Gnauk und dann Frau Czok-Alm? Das Lieferkettengesetz ist eine Fehlplanung, muss ich sagen. Das steht ja auch in unserem Parteiprogramm. Es wird Unternehmen nur erschwert. Ja, Bürokratie wird gefördert und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was wir wollen. Wir wollen Bürokratie abbauen. Wir wollen es den Unternehmern leichter machen zu wirtschaften. Wir stehen für freies Unternehmertum und deswegen muss das Lieferkettengesetz abgeschafft werden, damit der Unternehmer wieder freie Hand hat zu wirtschaften und das macht, was er eigentlich soll und was er eigentlich will, nämlich Handel und Wirtschaften. Die nächste Frage ist, indem konsequent die Sachen verfolgt werden und nachverfolgt werden und das dann tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wird. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Wie stehen Sie zur Vermögenssteuer? Soll sie wieder eingeführt werden? Und wenn ja, wie soll sie gestaltet werden? Die Frage geht an Frau Czok-Alm und Herrn Boginski. Die Vermögenssteuer soll auf jeden Fall wieder eingeführt werden, und zwar mit einem Steuersatz von 53%. Und die Superreichen sollen diese dann entsprechend zahlen, um in das System auch Beteiligung hineinzubringen. Ich bin nicht dafür, dass sie eingeführt wird. Ich will das auch ganz kurz begründen. Ich glaube, wir haben viele mittelständische Unternehmen, die den Gewinn, den sie de facto erarbeiten, den sie haben, wieder in die Firma investieren, in Ausbildungsplätze, in Betrieb, in Maschinen und alles, was dazu gehört. Und deshalb glaube ich einfach, bekommt es der Wirtschaft wesentlich besser, wenn wir der Privatwirtschaft diesen Handlungsspielraum lassen. Und jetzt wird ja immer wieder gesagt, die ganz Reichen, und dann werden hier, weiß ich was, Lidl oder irgendwelche angeführt. Da glaube ich einfach, je enger wir die Schrauben andrehen, umso schneller sind die aus Deutschland verschwunden. Und es gibt mit der Schweiz immer noch ein sogenanntes, eine Möglichkeit, aus Deutschland rauszugehen. Deshalb sind wir überhaupt nicht dafür. Da würde ich gerne noch darauf antworten. Es geht hier nicht um die kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern wirklich um die obere Spitze der Superreichen. Also
Und da müssten wir ja auch und drüber diskutieren. Wenn man sozusagen gleichzeitig dazu auch dafür sorgt, dass eine Steuerflucht ins Ausland nicht möglich ist, dann ist dem auch ein Riegel vorgeschoben. So, weiter geht's mit: Wie wollen Sie jungen Menschen den Firmeneinstieg oder die Firmengründung erleichtern? Erst Herrn Boginski und dann Herrn Zirke. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe des Landes, dass wir jungen Menschen, die wirklich in die Selbstständigkeit gehen wollen, den Weg dorthin ebnen. Und da muss der Staat auch am Anfang durchaus Hilfe geben. Und ich finde, diese Start-up-Szene, die wir zurzeit in Deutschland haben, zeigt schon mal, welche Möglichkeiten es da gibt. Wir als Kommune zum Beispiel bemühen uns dort auch Räumlichkeiten zu organisieren und Ähnliches, dass wir jungen Firmengründern, die klein anfangen, den Weg optimal ebnen. Ja, als erstes natürlich junge Erwachsene auf den Weg zu bringen, eine gute Ausbildung, eine gute kaufmännische Ausbildung, wenn Sie sagen jetzt, dass man einen kaufmännischen Beruf oder einen guten handwerklichen Ausbildung bringen und diese Ausbildung dann auch mit weiterführend zu unterstützen, dass jeder eben auch Ausbildung, egal mit welchem Einkommen oder welche familiäre Herkunft, das machen kann. Das Zweite ist natürlich auch Unterstützung geben, das heißt natürlich Kredite oder sogar auch Förderung für junge Unternehmer, wo der Staat eben hilft, die Eigenanteile erstmal, die man braucht, auf den Weg zu bringen, dass man erste Investitionen machen kann. Und da bin ich auch dafür, dass man nicht nur das als Kredit herausgibt, sondern als reine Förderung hier unterstützt. Und wo wir, glaube ich, auch eine große Chance haben, ist, junge Unternehmen beim Thema Forschung zu unterstützen. Die nächste Frage geht an Herrn Kellner und an Herrn Gnauk. Wie wollen Sie den Fachkräftemangel beheben und was wird gegen die Arbeitslosigkeit getan? Für den Fachkräftemangel ist einerseits tatsächlich die Frage von Bildung und Ausbildung. Beispielsweise, dass wir BAföG sowohl für Meister, also auch im Handwerksbereich genauso behandeln wie im Studiumsbereich, eine Gleichstellung dieser verschiedenen Ausbildung. Ich glaube auch, dass dazu gehört, eine Fachkräftezuwanderung, Einwanderung zu ermöglichen. Wir brauchen, um das deutlich zu sagen, wir müssen Menschen schützen, die vor Krieg und Gewalt fliehen. Das ist eine humanitäre Aufgabe. Und zugleich ist, glaube ich, auch eine Frage von Einwanderung. Das sind zwei Punkte, die ich beide unterstreichen will, die wir benötigen. Und ehrlich gesagt auch Qualifizierung, also beispielsweise Weiterbildungsgeld, dass Menschen sich auch im Job weiterqualifizieren können. Ich habe mich zum Beispiel gefreut, ich war letztlich, da ging es um Elektromobilität, die stellen mittlerweile Ingenieure von der LEAG, vom Braunkohletagebau ein, gute Ingenieure, die gute Jobs dann bei BASF haben. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich frage mich ja wirklich, wie laut ihr das stellt, wenn ich jetzt die ganze Zeit weiterrede. Das wollte ich ja schon immer mal ausprobieren, aber ich lasse es. Ja, also zunächst mal möchte ich klarstellen, meiner Partei wird ja oftmals angedichtet, dass wir den Fachkräftemangel bestreiten. Das ist natürlich nicht so. Es gibt in Deutschland einen Fachkräftemangel. Alleine in Brandenburg fehlen bis zum Jahr 2050 161.000 Fachkräfte. In den nächsten 20 Jahren fehlen uns 25.000 kaufmännische Berufe. Wie wollen wir diesem negativen Trend entgegenwirken? Natürlich einmal durch berufliche Bildung. Wir müssen den jungen Menschen klar machen, dass es in Ordnung ist, auch kein Abitur zu machen und einen akademischen Weg einzuschlagen. Wir müssen den jungen Menschen klar machen, dass es gut ist, einen Abschluss nach der 10. Klasse zu machen und vielleicht einen handwerklichen Beruf zu erlernen und über die berufliche Bildung sich dann weiter zu qualifizieren, über den Meister oder vielleicht über den Fachwirt. Und jetzt auch noch was ganz Unpopuläres für die AfD. Natürlich braucht es vielleicht auch Zuwanderung aus anderen Ländern, aber eine gesteuerte Zuwanderung nach japanischem Modell. Das heißt, wenn 10.000 Ingenieure fehlen, dann müssen 10.000 Ingenieure ins Land gelassen werden. So, und hinter mir sehen Sie jetzt die Auswertung der Tweetbacks. Auf Platz 1 ist regional. Und weiter geht's im Programm.
So, erstmal guten Abend von meiner Seite aus. Ich stelle heute den Stefan Zierke vor, der für die SPD antritt. Stefan Zierke ist geboren 1970 in Prenzlau, ist verheiratet, hat eine Tochter und einen Sohn. Er schaut gerne Handball, tanzt gerne und fährt Kanu. Stefan Zierke ist gelernter Werkzeugmacher, Reiseverkehrskaufmann und studierter Tourismusfachwirt. Seit 2013 ist er SPD-Abgeordneter des Deutschen Bundestages und sitzt in der Stadtverordnetenversammlung von Prenzlau sowie im Kreistag des Landkreises Uckermark. Er ist parlamentarischer Staatssekretär des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Auf der Landesliste der SPD ist er auf Platz 3. Stefan Zierke stimmte für eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes und postet auf Instagram regelmäßig Erklärungen für sein Wahlprogramm unter dem Motto "Wussten Sie schon?". Zum Beispiel: "Wussten Sie schon, was die SPD in Zukunft vorhat?". Er macht gerne Urlaub im Wohnwagen und mit Schokolade kann man ihn schwach machen. So, kommen wir zu der Fragerunde Schwarz oder Weiß. Herr Zierke, Wurst oder Käse? Käse. Mikrowelle oder Ofen? Ofen. Windkraft oder Solarstrom? Beides. Anzug oder Jogginghose? Anzug. Hochformat oder Querformat? Querformat. Heimat oder weite Welt? Beides. Brettspiel oder Computerspiel? Brettspiel. Flammkuchen oder Pizza? Pizza. Mit Pille oder Kondom? Ach Gott, ist, ja. Eher die Pille, glaube ich. Templin oder Eberswalde? Oh, beides. Jetzt drei Sätze, Herr Zierke. Was halten Sie vom Wirecard-Skandal? Schlimme Sache. Die hat Kontrolle versagt. Wir haben es geschafft, das Kontrollsystem neu zu machen, dass es nicht mehr passiert. Und schlimm, dass es Wirtschaftsprüferfirmen gibt, die das erst dazu kommen lassen haben. Von daher mehr staatliche Kontrolle. Okay, kommen wir nun zum Thema Jugend. Max. Hierzu gibt es, wie zu jedem Themenblock, eine neue Tweetback-Frage. Die jetzige lautet: Bei welchen Themen sollten Jugendliche beteiligt werden? Dann machen wir weiter mit Schwarz oder Rot. Dazu bitte ich Sie jetzt wieder, die Tischtenniskellen zu nehmen. Graffiti ist Vandalismus oder Kunst? Partizipationsrechte auch auf Bundesebene oder erst ab Landesebene? Können Sie die Kellen vielleicht ein bisschen höher halten, dass wirklich alle im Raum das sehen? Alles gut. Wählen ab 16 Jahren oder wählen ab 18 Jahren? ÖPNV-Nutzung für Jugendliche kostenlos oder nur mit Zahlung, Zuzahlung? Shish oder wild? Okay, kommen wir nun zur ersten Frage. Und zwar: Wie wollen Sie den Zugang zur Bildung gerechter gestalten? Diese Frage richtet sich an Herrn Gnauk und Frau Czok-Alm. Wie wollen Sie den Zugang zur Bildung gerechter gestalten? Aber könnt ihr mir die letzte Frage erklären? Ich lerne ja gerne dazu. Ich habe sie nicht verstanden. Ich gebe es ehrlich zu. Die letzte Frage war Shish oder wild. Das sind beides zwei Jugendbegriffe, die in der Jugendsprache ziemlich oft benutzt werden. Das bedeutet, manche übersetzt sagen, du mir auch? Shish, das hat an sich gar keine Bedeutung so als Jugendlicher. Man sagt es quasi einfach nur, wenn man irgendwas total cool findet. Genauso wie wild, weil das sagt man auch nur, wenn man irgendwas cool findet. Danke, da habe ich was gelernt heute Abend. Okay, soll ich die Frage nochmal wiederholen? Oder? Wie wollen Sie den Zugang zur Bildung gerechter gestalten? Ja, vielen Dank. Also ich fühle mich jetzt auch alt mit meinen 30 Jahren. Ich kannte diese Begriffe nicht. Zur Frage.
Wir haben ja ein Wahlplakat, Bildung, Chancengleichheit für jedes Kind. Normalerweise sollte es ja in einem aufgeklärten Land und in einem fortschrittlichen Land in Deutschland, also wie Deutschland eines ist, so sein, dass es egal ist, aus welchem sozialen Niveau ein Kind kommt, aus welcher Bildungsschicht es kommt, ob nun Akademiker, Arbeiter oder Sozialhilfeempfänger. Nun ist es aber in Deutschland nicht der Fall. Also Bildung, ja, es ist im Moment so, dass der Weg schon fast vorgeebnet scheint in diesem Land, wenn man aus einem Haushalt kommt, in dem ein oder zwei Elternteile Sozialhilfe empfangen, weil zum Beispiel Schulbücher Geld kosten. Das muss natürlich alles kostenlos gemacht werden. Jedes Kind braucht den gleichen Zugang zu Bildung, egal aus welcher Bildungsschicht es kommt oder aus welcher sozialen Schicht es kommt. Nun ist das ja ein Landesthema, aber ich sehe da natürlich auch die Bundespolitik in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass egal aus welcher Familie man stammt, jedes Kind die Chance hat auf gleiche Bildung und gleichen Zugang zu jeder schulischen Bildung, was es denn mag. Dankeschön. Also Bildung muss auf jeden Fall kostenfrei sein, kostenlos für die Eltern, von der Kita bis zum Studium. Es muss ein System geben, auch von BAföG, was sozusagen sich anpasst an die Verhältnisse vor Ort, nicht nur am Einkommen gerechnet, sondern auch die Mietpreise etc. müssen mit dazu gerechnet werden. Und wir brauchen ganz klar viel mehr Einsatz gegen Kinderarmut. Weil Elternarmut ist Kinderarmut und auch das verhindert den Zugang zu Bildung. Und ich plädiere für eine Gemeinschaftsschule, für langes Lernen gemeinsam und ein Kita-Qualitätsgesetz. Und wir müssen natürlich auch gucken, dass wir also für mich wäre es wichtig, ich bin selbst Erzieherin, arbeite an einer Schule, dass die Bildungsstandards bundesweit angepasst werden. Meine nächste Frage richtet sich einmal an Herrn Zirke und einmal an Herrn Budinski. Was wollen Sie tun, um Jugendlichen den öffentlichen Personalverkehr zugänglicher zu machen? Ja, als erstes kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, schon Schienenverkehr vor allen Dingen auch. Und das zweite natürlich mehr Verbindung, also mehr Busse und mehr Bahnverkehr. Mobilität ist ein ganz zentrales Thema, gerade für uns hier im Nordosten Brandenburgs, weil wir sind in der weiten Fläche und daher ist es unheimlich wichtig, dass Menschen, die auf den Dörfern, die überall wohnen, mobil sich bewegen können. Das geht einmal von den Städten nach Berlin rein, weil die Arbeitsplätze sind zum größten Teil in Berlin, aber auch von den ländlichen Gegenden in die Städte rein, weil die Schulen befinden sich in den Städten. Und da müssen die Kinder und die Jugendlichen hin. Da sagt man ganz klar auf der einen Seite, das muss kostenlos für Jugendliche sein. Das ist eine Frage, die der Staat machen kann. Das könnte ja im Land Brandenburg schon lange passiert sein, dass man also sagt, okay, das machen wir kostenlos. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch dafür sorgen, dass diese Infrastruktur überhaupt erstmal da ist. Und das ist ja ein riesengroßes Problem für uns hier im Nordosten, für uns in Brandenburg, dass die Zugverbindungen, der öffentliche Nahverkehr übers Land überhaupt nicht so ausgebaut ist, dass alle wirklich dort, wo sie wohnen, bleiben können. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar richtet die sich an Herrn Zirke und Frau Czok ein. Sollte das BAföG und das BAB auf den Prüfstand? Ja, und auch so auf dem Prüfstand, dass es letztendlich nicht den jungen Erwachsenen belastet, sondern dass es so gut gestaltet ist, dass man damit gut studieren, gut lernen kann. Also auch eine Ausbildung gehört dazu und natürlich danach auch einen tollen Berufsstart hat und nicht noch Angst hat, was zurückzuzahlen. Also die Frage habe ich ja in der vorhergehenden Frage zum Teil schon mit beantwortet. Wir müssen das muss definitiv auf den Prüfstand und da muss sich definitiv was ändern. Es sollte ein BAföG geben, was sozusagen sich entsprechend der Bedingungen anpasst, auch den Löhnen anpasst und auch den Preisen, den Mietpreisen etc. Und 1.200 Euro sollte das Minimum sein. Und wir müssen auch über die Altersgrenze reden. Okay, ich gebe an Max weiter. Ja, nun kommen wir zur Auswertung der Tweetback-Frage. Die meist genannte Antwort oder Lösung ist Bildungswesen. Und damit würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema.
So, ich stelle Ihnen nun Michael Kellner vor. Er ist geboren 1977 in Gera und ist seit dem 20. Lebensjahr aktiv im Bündnis 90 Die Grünen. Er wohnt in Berlin, aber bereits vor 15 Jahren fand er seine zweite Heimat mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, mit seinen Kindern in der Uckermark. Er hat Politikwissenschaften studiert und war Büroleiter der damaligen Grünen Bundesvorsitzenden Claudia Roth. 2005 und 2009 war er Mitglied im Wahlkampfstab zur Bundestagswahl. Seit 2013 ist er ein politischer Bundesgeschäftsführer und in dieser Funktion auch Mitglied des Parteirats. Er hat auf der Plattform Instagram von allen Kandidaten am meisten Follower. Außerdem verweist er darauf, dass Aufbruch in der Luft liegt und dass es keinen Planeten B mehr gibt. Es geht für ihn darum, wie wir in 20 Jahren leben werden. Herr Kellner kandidiert auf der Landesliste auf Platz 2. Jetzt kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen zu Ihnen. Bus oder Bahn? Bahn. Rind oder Schwein? Schaf. Gas oder Öl? Erneuerbare. Konkret jetzt Gas oder Öl? Müssen wir beide überwinden. Mit Traktor oder mit Pferd? Mit Pferd. Im Urlaub. Kurze oder lange Haare? Lange. Instagram oder TikTok? Instagram. Regenjacke oder Regenschirm? Regenjacke. Auf meinen Nacken oder geteilte Rechnung? Auf meinen Nacken. Heimweh, wenn ich es richtig verstanden habe. Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Berge oder Meer? Meer. Dankeschön. Bitteschön. So, Deutschland und Polen unterzeichneten ein Abkommen zur Vertiefung der Oder auf 1,80 Meter. Hochwasser- und UmweltexpertInnen sowie Umweltverbände lehnen dies ab. Sie, Herr Kellner, sollen jetzt bitte in drei Sätzen antworten. Wie ist Ihre Position zum Oder-Ausbau? Nach meines Erachtens verstößt dieses deutsch-polnische Abkommen gegen europäisches Recht. Ich halte das für einen Irrsinnsplan. Ich finde, dass eine nächste Bundesregierung, weil der Schlüssel liegt im Verkehrsministerium, diesen Oder-Ausbau stoppen sollte. Der bedroht die Landwirtschaft, senkt den Grundwasserspiegel ab, bedroht den Hochwasserschutz, weil die Fließgeschwindigkeit erhöht wird, also bedroht die Deiche in Hohenwutzen und Frankfurt. An der Oder und er bedroht den einzigen Flussauen-Nationalpark in Deutschland, unteres Odertal. Deswegen sollte dieser Oder-Ausbau unterbleiben. Dankeschön. Weiter geht's mit der Billardrunde. So ein Wahlkampf ist ja anstrengend. Wenn du jetzt eine Woche geschenkt bekommen würdest, Isabel, außerhalb des Wahlkampfes, es ist alles rum, was würdest du machen? Also dann würde ich definitiv Zeit auf meinem Hof verbringen, mit meinen Tieren und auch mit meiner Familie und mal so richtig entspannen und die Sachen machen, die mir am Herzen liegen. Weiter geht's zu den außenpolitischen Fragen. Zu diesem Themenblock gibt es auch wieder eine Frage auf Tweetback, und zwar, welche außerpolitischen Schwerpunkte sollte Deutschland setzen? Nun kommen wir zur Rot-Schwarz-Runde dieses Themenblocks. Die erste Frage ist, nationale Armee oder gemeinsame europäische Armee? Seenotrettung oder Pushback? Familiennachzug ermöglichen oder nicht gestatten? EU-Strafzahlungen konsequent durchsetzen oder weiter laufen lassen? Wir schaffen das oder 2015 darf sich nicht wiederholen? EU reformieren oder Dexit?
Die erste Frage beim Themenblock Außenpolitik lautet, wie stehen Sie zur Seenotrettung und der Idee eines europäischen Seenotrettungssystems, also der Entkriminalisierung von Seenotrettung? Ich finde, diese Frage ist sehr wichtig und deswegen finde ich, sollten Herr Zirke, Herr Boginski, Frau Tschockalm und Herr Kellner antworten. Ja, also Seenotrettung ist klar, dass sie stattfinden muss. Zum Zweiten gemeinschaftlich stattfinden muss. Aber was für mich viel wichtiger ist, wir müssen das erst gar nicht, es geht ja darum, dass Menschen ihr Land übers Meer verlassen, sondern wir sollten alles dafür tun, dass die Menschen nicht auf den Weg kommen, sondern dass wir vor Ort schauen, dass es dort ein vernünftiges, ein menschengerechtes Leben ist und überhaupt den Flüchtlingsstrom dann unterbinden, indem wir bessere Bedingungen vor Ort in der Heimat haben. Also ganz klar, wenn ein Mensch in Not ist, dann muss ihm geholfen werden. Das ist, glaube ich, Grundverständnis eines jeden anderen Menschen, der ihm helfen kann. Aber nichtsdestotrotz sehe ich das genauso wie Herr Zirke. Unsere Aufgabe muss es sein, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich nicht erst in Bewegung setzen. Das heißt also, dass wir versuchen, den Ländern, aus denen die Menschen fliehen, dass wir dort versuchen, Möglichkeiten zu schaffen, dass sie drin bleiben. Des Weiteren, was mir unheimlich wichtig ist, ist natürlich auch hier in der europäischen Gemeinschaft, können wir nicht einige Staaten außen vor lassen und sagen, seht doch zu, wie ihr klarkommt, weil ihr jetzt an der Außengrenze liegt, sondern auch da müssen alle europäischen Staaten gemeinsam, und jetzt meine ich wirklich gemeinsam, inklusive Polen und Ungarn, versuchen, Lösungsansätze zu finden. Und das, glaube ich, ist eine der ganz großen Fragen. Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt, weil für mich ist Seenotrettung zwingend erforderlich, notwendig und muss natürlich entkriminalisiert werden. Wir müssen alles dafür tun, dass Menschen, die sich auf diesen Weg machen müssen, auf keinen Fall im Mittelmeer ersaufen, sondern definitiv sicher an Land kommen und dass ihnen auch dann tatsächlich geholfen wird und sie nicht in irgendwelchen Lagern vor sich hin vegetieren müssen. Das muss man dann natürlich genauso mit ins Auge fassen. Seenotrettung ist dringend notwendig, ist dringend unterstützenswert, muss unterstützt werden und das kann nur gemeinsam passieren und mit aller Kraft. Also ehrlicherweise danke für die Frage. Das ist eines der schlimmsten Politikversagen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und es ist nicht ein Versagen der Europäischen Union, es ist ein Versagen der Mitgliedstaaten, der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass nämlich diese Staaten eben nicht mehr in der Lage und willens waren, eine gemeinsame Seenotrettung als Staaten zu machen. Dann haben wir gesehen, und das fand ich großartig, dass private Initiativen, junge Leute, evangelische Kirche, alle möglichen Institutionen, private Seenotrettung gemacht haben, weil das staatlicherseits versagt wurde. Und diese private Seenotrettung ist dann auch noch kriminalisiert wurden. Und es ist übrigens nicht nur eine Frage von Italien, auch in Deutschland, wenn es darum geht, Schiffe zu registrieren, werden Ihnen da auch eine ganze Reihe von Hürden in den Weg gelegt. Und ich finde, es ist eigentlich staatliche Aufgabe, diese Seenotrettung machen. Es ist eine gemeinsame europäische Aufgabe. Aber wenn das nicht erfolgt, dann sollte man zumindest private Retter nicht kriminalisieren, sondern unterstützen in dieser Arbeit. Deutschland exportiert Waffen. Wie stehen Sie zu dem Export von militärischen Geräten in Krisengebieten? Erst Herr Gnauk und dann Tschockalm, Frau Tschockalm. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und daran sieht man auch die Verlogenheit unserer westlichen Gemeinschaft. Wir reden uns immer ein, dass wir mit den USA gemeinsam Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den Nahen Osten bringen, importieren aber Panzer und Waffen nach Saudi-Arabien, die damit dann im Jemen Krieg führen, Kinder töten und ganze Städte zerbomben. Da muss man sich endlich mal ehrlich machen. Diese Waffenexporte müssen natürlich eingestellt werden, auch wenn man dann die außenpolitischen Beziehungen zu diesen Ländern wie zum Beispiel Saudi-Arabien herunterfahren muss. Aber diese Verlogenheit der westlichen Gesellschaft muss endlich ein Ende haben. Also Waffenexporte müssen nicht nur in Krisengebiete gestoppt werden, sondern Waffenexporte müssen generell gestoppt werden. Und außerdem muss der Rüstungsetat runter. Wir sind bei über 50 Milliarden Euro, die in die Rüstung gesteckt werden. Und dieses Geld wäre definitiv in Bildung, in Soziales, in soziale Gerechtigkeit, in Rente, in Gehalt besser aufgehoben.
Von der Militärbasis im Rheinland in Ramstein werden Kampfdrohnen ferngesteuert. Werden Sie diese Einrichtungen weiterhin nutzen? Ja oder nein? Und warum? Dazu möchte ich gerne die Antwort von Herr Buginski und Herr Zirke hören. Also ich will mal noch mal ganz deutlich sagen, weil ich glaube, dass die Bundeswehr ja nicht nur mit Krieg in Verbindung gebracht wird, sondern insgesamt können wir froh sein, dass wir die Bundeswehr haben. Also ich habe das beim Oder-Hochwasser gemerkt und bei vielen anderen Sachen, dass es gut ist für die Bundesrepublik Deutschland, dass wir eine Bundeswehr haben. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass die Frage der Verteidigung immer wieder auch eine ganz entscheidende Rolle spielt. Natürlich sind wir alle für Frieden und wir wollen alle Frieden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und trotzdem finde ich, dass es wichtig ist, dass wir uns diese Frage der Verteidigung auch immer wieder neu stellen und dass wir da auch dementsprechend investieren, weil wir merken, und das hat ja die aktuelle Politik in den letzten Jahren gezeigt, wenn wir jetzt Russland und die Krim nehmen, wie schnell es gehen kann, wenn ein Land sich nicht verteidigen kann. Und deshalb halte ich es für unheimlich wichtig, dass wir also die Bundeswehr diesbezüglich auch stärken. Ja. Unbewaffnete Drohne zur Aufklärung, ja. Bewaffnete Drohne, nein. Welche Menschen werden Sie die Flucht nach Deutschland ermöglichen und mit welchen Maßnahmen? Herr Kellner, Herr Zirke. Ich finde mit Verlaub die Frage etwas ermöglichen. Es geht ja darum, wenn Menschen vor Krieg und Gewalt fliehen, vor politischer Verfolgung, dann haben sie ein Recht auf Asyl. Das ist ein Teil der historischen Verantwortung und Geschichte. Deswegen ist das so, jemand, der vor Gewalt, der vor politischer Verfolgung flieht, der hat ein Recht auf Asyl. Und deswegen, das ist ein Grundpfeiler von der humanitären Politik. Ja, also klar, Menschenrecht, UNO-Menschenrechtskonvention, aber auch unsere europäischen Verträge, die wir haben, ist klar, dass Asyl gewährleistet werden muss. Was wir aber, glaube ich, neu machen müssen, ist, dass wir hier, wenn die Menschen zu uns kommen, anders umgehen müssen. Wir müssen ihnen mehr Raum schaffen, sich hier auch zu entfalten. Wir müssen vielleicht auch schneller Arbeitserlaubnis für diejenigen eben ausstellen können. Und sie müssen sich eben besser, noch schneller, unbürokratischer in unserer neuen Gesellschaft wiederfinden. Und was wir, glaube ich, auch machen müssen, ist, dass wir wieder, was ich vorhin gesagt habe, vor Ort, wo die Menschen herkommen, die Situation so verbessern, dass die Menschen auch wieder, wenn sie möchten, zurückgehen können in ihre Heimat und dann dort auch weiterleben können und wieder neu anfangen können. Die Ergebnisse von der Tweet-Pete-Frage sind eingetroffen und das meistgewählte ist Europa. Damit beenden wir den Themenblock Außenpolitik. Für die AfD begrüßen wir hier auch Hannes Gnauk. Hannes Gnauk ist 29 Jahre alt. Er ging in Prenzlau ans Gymnasium, machte danach eine Berufsausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. 2014 ging er dann zur Bundeswehr. Seit Mai 2019 ist er Fraktionsvorsitzender der AfD im Kreistag Uckermark, in diesem hier. 2020 ist er vom Militärdienst freigestellt worden. Er wurde vom militärischen Abschirmdienst als Extremist eingestuft. Das hat er dem RBB selbst bestätigt. Trotz dessen er nun seine Uniform nicht mehr tragen und die Kaserne nur nach Aufforderung betreten darf, setzt er sich als Soldat für Verteidigungs- und Außenpolitik ein. Hannes Gnauk engagiert sich ebenfalls für die junge Alternative. Diese wird jedoch vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall für eine extremistische Bestrebung eingestuft.
Ein Zitat wie "Die Gastarbeiter haben Deutschland wieder aufgebaut" ist laut Roger Beckham eine abstruse Märchenerzählung. Dem stimmte er zu auf Twitter und hat es erfolgreich retweetet. Nun tritt Hannes Genauck für die AfD als Direktkandidat in diesem Wahlkreis an. Er steht auf der Landesliste seiner Partei auf Platz 5. Nun kommen wir zu den Entweder-Oder-Fragen, Herr Genauck. Analog oder digital? Digital. Sommer oder Winter? Sommer. NATO-Ausgaben lassen oder 2% erreichen? Besser differenzieren, weg vom 2%-Ziel. Okay, Schlager oder Punk? Dann Schlager. Biden oder Putin? Putin. Vegan oder vegetarisch? Weder noch. Vegan oder vegetarisch? Na dann vegetarisch. Sprudelwasser oder stilles Wasser? Stilles. Lost oder cringe? Cringe? Popcorn süß oder salzig? Salzig. Tastatur oder Touchpad? Tastatur. Okay, und jetzt noch drei Sätze, Herr Genauck, zu dem Thema. Auf Ihrem Wahlprogramm steht einer von hier, einer wie wir. Inwiefern sind Sie wie wir? Ja, das ist mein Wahlspruch und der Spruch, der auf meinen persönlichen Plakaten steht. Ich glaube, wir alle, die hier in diesem Land leben, müssten wieder lernen, mehr miteinander zu reden und einen pflegerischen Umgang miteinander betreiben. Ich bin hier geboren, lebe seit 30 Jahren hier in der Uckermark und natürlich haben wir alle verschiedene politische Ansichten, das ist doch ganz klar. Aber trotzdem sind wir doch alle eins, wir sind alle Menschen und wir alle sind verantwortlich für dieses Land und für die Zukunft dieses Landes. Und deswegen kann ich diesen Spruch einer von hier, einer wie wir, mit vollem Herzen und zu 100% vertreten. Jetzt können Sie auf Ihrem Handy und auch hinter mir... Achso, nee. Jetzt kommt erst die Billardrunde. Herr Kellner, Joschka Fischer war ja damals Außenminister, als der erste Kosovo-Einsatz beschlossen wurde. Die Bundeswehr wurde das erste Mal nach 1945 wieder in einen Krieg geschickt. Auch war Rot-Grün an der Macht, als der Afghanistan-Einsatz beschlossen wurde. Was erklären Sie heute einer Mutter oder einem Vater? Welchen Sinn hat das gehabt, dass 59 deutsche Soldaten in Afghanistan gestorben sind, nachdem die Taliban innerhalb von 3 Wochen dieses Land zurückerobert haben? Wo lag da der Sinn? Ich bin mal 1997 Grün beigetreten. Ich bin 1999 damals beinahe wieder ausgetreten, weil ich den Einsatz im Kosovo damals falsch fand. Ich fand aber die Debatte, die wir stellvertretend dafür als Bündnis 90 Grün geführt haben, wichtig. Auch wenn ich damals, ich war auch auf dem Parteitag, wo abgestimmt wurde, zur unterlegenen Seite gehört hat. Es kann, und das war ja eine lange Debatte, aber ich will das auch so klar sagen, der Einsatz von Militär kann notwendig sein, um schwerste Menschenrechtsverletzungen zu unterbinden. Er kann auch notwendig sein, um nicht um Frieden zu schaffen, das schafft man nicht, aber um Stabilität zu schaffen. Wir haben UN-Einsätze im Sudan, im Südlibanon, die seit vielen Jahrzehnten laufen, die nicht dazu führen, dass der Libanon oder der Sudan zu prächtigen Demokratien geworden sind, aber sie haben verhindert, dass dort Kriege weiter eskalieren. Und zu Afghanistan gehörte damals, ja, wir sind gemessen an unseren Zielen in diesem Einsatz gescheitert. Dieser Einsatz begann 2001, ist ja nicht so lange her, dass ich gerade 30 Jahre, der 11. September, müssen Sie entscheiden, ob ich das noch ausführen soll zu Afghanistan oder nicht. Sie können ja gerne den Satz beenden, den Sie gerade angefangen haben. Ja, es hatte mit dem 11. September 2001 zu tun. Es war damals ein Versuch, das Land zu stabilisieren. Wir sind gemessen an den Zielen gescheitert und
Ich muss sagen, ich war dankbar, dass viel zu wenig, aber immerhin noch, dass die Menschen, die mit uns in Afghanistan zusammengearbeitet haben, dass man diese Ortskräfte nicht im Stich lässt, sondern unterstützt, rausholt. Auch das gehört zu einer Verantwortung. Das haben wir in den letzten Monaten ja ausgiebig diskutiert. So, kommen wir nun zum neuen Themenblock, der sich Gesundheitswesen nennt. Dazu sehen Sie jetzt, können Sie wieder auf Ihrem Handy gucken. Dort finden Sie die Frage: Hat die deutsche Regierung die Corona-Pandemie gut gemanagt? Okay, nun das kleine Spiel, rot oder schwarz. Nehmen Sie also bitte wieder Ihre Kellen. Cannabis, legal oder illegal? Heilpraktiken oder Schulmedizin? Kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum oder große zentrale Fachkliniken? Wöchentliche Testpflicht, ja oder nein? Für alle, ja. Für alle. Impfen, freiwillig oder verpflichtend? Unser Gesundheitswesen ist sick oder dope? Also sick heißt wortwörtlich übersetzt krank. Wir Jugendlichen benutzen das aber auch meistens in einem guten Sinn. Und dope ist halt auch cool, das ist perfekt. Ja, wenn Sie es wörtlich übersetzen wollen, dann ist rot eher das Negative. Dankeschön. Gut, jetzt kommen wir zu unseren Fragen und starten gleich mit dem Paragraph 218. Die Definition oder was da drin steht: Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. Wie stehen Sie zum Paragraphen 218, Frau Tschockalm? Der gehört natürlich abgeschafft. Okay, und Herrn Zirke? Ja, gleiche Antwort, abgeschafft. Wollen Sie diesen Paragraphen beibehalten oder Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft zugänglich machen? Diese Frage richtet sich an Herrn Gnauk und Frau Tschockalm. Ich glaube, dass wir gerade bei Schwangerschaftsabbrüchen einen großen Nachholbedarf haben, was die Beratung angeht. Es gibt zwar 2 verpflichtende Beratungen bei Beratungsstellen, aber es ist ja meistens so, dass es zu einem Verwaltungsakt verkommt. Also die jungen Frauen müssten mehr darauf aufmerksam gemacht werden, was das Ganze denn mit ihrem Körper eigentlich macht. Jährlich werden übrigens 100.000 Kinder abgetrieben. Das ist eine Größenordnung von einer Großstadt. Ja. Also ich bin ganz klar dafür, dass da die Aufklärung vorangetrieben wird und diese Aufklärungsberatung, diese 2, die ein Muss sind, nicht zu einem reinen Verwaltungsakt verkommen. Also ich denke, ich habe die Frage in der vorhergehenden Frage ja schon beantwortet. Paragraph 218 abschaffen und die Nachfolge, der zweite Teil war, Entschuldigung? Oder Schwangerschaftsabbrüche in Zukunft zugänglich machen. Natürlich Schwangerschaftsabbrüche zugänglich machen, und das fängt nicht nur bei der Beratung während einer Schwangerschaft an, sondern das fängt im Prinzip bei der Bildung an, bei der Aufklärung und beim Schutz von Kindern und Jugendlichen und Mädchen und Frauen. Noch eine Frage zu Herrn Gnauk. Finden Sie das moralisch vertretbar, was in diesem Paragraphen steht? Können Sie noch mal vorlesen, bitte? Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Also, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Finde ich nicht moralisch vertretbar, nein. Okay. Und wie stehen Sie dazu, Herr Kellner? Ja, ich bin dafür, den Paragraph 218 abzuschaffen. Es gilt das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und
Ehrlich gesagt auch. Wir sehen ja, dass wir in manchen Regionen in Deutschland ja schon auch ein Problem haben mit Zugang zu Ärztinnen und Ärzten, die das vornehmen können. Momentan müssen sich die Krankenhäuser selbst finanzieren. Sie bekommen immer einen gewissen Betrag für die Behandlung nach Diagnose. Das ist die sogenannte Fallpauschale. Was würden Sie gegen dieses Vorgehen unternehmen, Herrn Zirke und dann Herrn Buginski? Also die Krankenhäuser müssen finanziell anders aufgestellt werden. Die Fallpauschale muss nochmal geschaut werden, ob sie noch aktuell, modern und in die Zeit passt. Was uns aber natürlich bei den Krankenhäusern hilft, ist, dass vor allen Dingen keine Gewinne gemacht werden, also Gewinne, die an Aktiengesellschaften dann ausgezahlt werden oder an Beteiligung, sondern die Gewinne, die in Krankenhäusern gemacht werden, müssen wieder zurück zu den Patienten, müssen in die Häuser. Da muss man auch eine klare Grenze ziehen. Und dann denke ich, sind auch hier wieder bessere Finanzierungen möglich. Meine Idee ist es sogar, weniger privatisieren, mehr kommunal oder also mehr gemeinschaftliches Eigentum. Also die Krankenhausfinanzierung gehört absolut auf den Prüfstand. Ich bin ja im Aufsichtsrat und auch Gesellschafter der Gesellschaft für Leben und Gesundheit. Und da sind ja Krankenhäuser in Prenzlau drin, in Angermünde, in Eberswalde und Wolletsee. Und es ist für mich ein Unding, dass Krankenhäuser ihre Investitionen selbst organisieren müssen. Und ich finde, das gehört in Deutschland absolut abgeschafft. Das heißt also, der Staat ist genauso wie bei Bildung für die Gesundheit zuständig und der muss das so organisieren, dass die Krankenhäuser die notwendigen Investitionen auch tätigen können. Und da muss man an das Gesamtsystem ran. Also ich finde das keinen optimalen Zustand zurzeit. Dankeschön. Welche Hygienemaßnahmen wollen Sie in der Corona-Pandemie durchsetzen bzw. abschaffen? Diese Frage richtet sich an Herrn Kellner und Frau Czokalm. Meine erste Bitte an alle, die zuhören oder hier sind, bitte lasst euch impfen. Das schützt Menschen, die sich nicht impfen lassen können oder schützt auch Kinder unter 12. Und je höher auch die Impfquote in der Gesellschaft ist, desto weniger dieser Maßnahmen benötigen wir. Das sieht man ja, wenn die Impfquote über 80% wäre, dann könnte man auf viele Maßnahmen verzichten. Ansonsten bin ich der Meinung, dass solange wir das nicht erreicht haben, wir 2- oder 3G-Regelungen, über Details können wir gerne sprechen, weiterhin notwendig sind. Dem kann ich mich so erstmal anschließen, möchte aber noch hinzufügen, dass natürlich für eine Verbesserung mehr gehört als eine 2- oder 3G-Regelung und das Impfen, sondern wir müssten auch dafür sorgen, dass zum Beispiel in den Schulen Luftfilter eingebaut werden. Das gehört letztendlich auch mit dazu, dass wir dort vorbeugen und unsere Kinder schützen, nur als ein Beispiel. Okay, wir wollen noch eine Problematik ansprechen. Meine Schwester ist auch Krankenschwester und sie beklagt es maßlos, dass sie total unterbesetzt sind. Sie können ihren Job nicht wirklich machen, sie ist auf der Intensivstation tätig. Es ist jeden Tag ein Abrackern, Tag für Tag. Daher die Frage von Nils. Wie wollen Sie die Krankenpflege attraktiver gestalten? Die Frage richtet sich an Frau Czokalm und Herrn Zirke. Also erstmal, indem natürlich wesentlich mehr Gehalt gezahlt wird, also mindestens 500 Euro mehr Grundgehalt für Pflegekräfte, in Ausbildung mehr investiert wird, damit mehr Personal auch, also erstmal müssen mehr Leute ausgebildet werden und der Beruf muss natürlich attraktiver gemacht werden. Also es müssen die Arbeitszeiten auf den Prüfstand, damit eine Entlastung tatsächlich stattfinden kann, wenn es genug Pflegerinnen und Pfleger gibt. Und die Pflege gehört in die öffentliche Hand. Also es kann nicht sein, dass, wie das vorhin schon in der Frage angesprochen war, dass Pflege ein Spekulationsobjekt ist. Das gehört in die öffentliche Hand, die Fallpauschale muss weg und das Geld muss zu den Patienten und zu den Pflegekräften fließen und nicht in irgendwelche Dividenden.
Ja, also mein Spruch ist dort immer, die Dienstleistung am Menschen muss mehr wert sein als die Dienstleistung am Kapital. Das ist momentan nicht so. Also ich möchte gern, dass diejenigen, die für Menschen arbeiten, mindestens genauso, wenn nicht mehr kriegen, als die Leute, die heute in der Bank, in der Versicherung oder sonst wo arbeiten. Das Zweite ist, das heißt natürlich deutschlandweit einheitliche Tarife und so eine Tarife, wo sich auch das Arbeiten lohnt. Das Zweite ist natürlich, dass wir die Familienzeit, es sind ja mehr Frauen, die in diesem Beruf arbeiten, ob es die Kinderkrankenschwester ist oder die Krankenschwester, wie gesagt, wurde in der Intensivstation oder die Pflegekrankenschwester. Natürlich, die Familienarbeitszeit ist eines der wichtigsten Themen heute. Da müssen wir besser werden. Also wir müssen natürlich die Stundenzahl runter haben. Und wie kriegt man das? Indem man mehr natürlich einstellt, indem man den Beruf attraktiv macht, bewirbt. Und dass wir natürlich auch den Schlüssel pro Patient dann erhöhen. Das heißt also mehr Krankenschwestern oder mehr Pflegepersonal pro Patient. Okay. In einem offenen Brief wenden sich MitarbeiterInnen des Sana-Klinikums Templin an Sie mit der Bitte einer Tarifangleichung. Sie sagen, Sie werden schlechter bezahlt als MitarbeiterInnen in anderen Sana-Krankenhäusern. Wie wollen Sie diesen Pflegenotstand, der auch bereits angesprochen wurde, beheben? Herr Zirke? Ja, das Tarifeinheitsgesetz durchzusetzen und hier auch politisch Druck zu machen auf diejenigen, die ausgestiegen sind. Es ist die Caritas, die ausgestiegen ist. Und hier muss Politik darauf hinwirken, dass wir den Tarifeinheitsvertrag haben. Das heißt, gleiche Bezahlung, egal wo in Deutschland, für die gleiche Arbeit. Und Herr Kellner? Ja, ich habe den Brief bekommen. Es geht ja um Tarifstreitigkeiten. Ich finde das völlig richtig, diese Forderung, dass da gleich bezahlt wird und dass wir ehrlich gesagt Tarifverträge leichter allgemeinverbindlich machen. Das ist ja momentan gar nichts, das ist momentan komplizierter. Und das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, das betrifft dann eher den Pflegebereich, dass da, wo mit Versicherungsleistungen, mit staatlichen Geldern auch hantiert wird, dass da auch Tarifverträge gelten müssen, damit solche Häuser dann eben Mittel zugewiesen bekommen und ansonsten halt nicht. Auch das wäre ein Anreiz darum, um Tarifverträge und gute Arbeit zu stärken. Wie weit würden Sie mit der finanziellen Unterstützung gehen und warum? Die Frage richtet sich an Herrn Zirke. Welche finanzielle Unterstützung? Vom Pflegenotstand. Wie weit die finanzielle, also jetzt für die Angestellten, wie weit die Tarife, wie viel sie verdienen sollen oder wie, das sagte ich ja schon, also Dienstleistung am Menschen muss mehr wert sein als Dienstleistung am Kapital. Und da geht es, glaube ich, um 3.000, 4.000 Euro pro Monat, wenn das gemeint ist. Ja, danke. Okay, hier sehen Sie wieder im Hintergrund die Frage, hat die deutsche Regierung die Corona-Pandemie gut gemacht? Die meisten haben eher auf so lala geklickt, eher nicht so und ein paar von, ja, ein bisschen. Jetzt weiter zum nächsten Thema. Wie Sie bereits sehen konnten, ist heute kein Vertreter der CDU anwesend. Das liegt daran, dass Jens Köppen vor 2 Tagen kurzfristig abgesagt hat. Ich werde ihn heute dennoch vorstellen. Jens Köppen ist der amtierende Direktkandidat der CDU Brandenburg. Er ist auf der Landesliste seiner Partei auf Platz 1. Er ist 1962 in Zeitz in Sachsen-Anhalt geboren, evangelisch, verheiratet und hat eine Tochter. Von 1990 bis 2010 war er selbstständiger Unternehmer im Bereich Antennen und Elektrotechnik. Seit 1997 ist Jens Köppen Mitglied der CDU und 2001 wurde er Kreisvorsitzender der CDU Uckermark. 2005 wurde er dann Mitglied des Deutschen Bundestages. Jens Köppen ist Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverband Uckermark und bezeichnet das Leben und Erleben der Uckermark und Barnim als seine Leidenschaft.
In Abstimmung stimmte er gegen die geschlechtliche Selbstbestimmung und gegen die Aufhebung des transsexuellen Gesetzes und die Einführung des Selbstbestimmungsgesetzes. Zudem bekannte er sich im Juni gegen das Fortbestehen der epidemischen Lage und im August zum Bundeswehreinsatz zur Evakuierung aus Afghanistan. Kommen wir nun zum neuen Themenblock, Klima. Dazu haben wir wie immer eine Tweetback-Frage vorbereitet. Diese lautet: Worauf kannst du, um das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen, verzichten? Gut, und jetzt nehmen Sie bitte wieder Ihre Tischtenniskellen in die Hand, denn wir werden jetzt wieder die Fragerunde machen. Erste Frage. Fridays for Future, das sind alles SchulschwänzerInnen oder KlimaaktivistInnen? Zweite Frage. Tempolimit oder freie Fahrt? Kaltes oder warmes Bier? Wölfe kontrolliert bejagen oder komplett schützen? Klimawandel oder Klimakrise? Und nun möchte ich Sie bitten, eine Jahreszahl aufzuschreiben, nämlich wann Deutschland aus der Kohleindustrie aussteigen soll. Ja, bitte halten Sie das schön weit hoch. Und vorlesen. 2035. 2038, wie beschlossen. 2030. Gar nicht. 2030. Gut, und jetzt zu den Fragen. Unsere erste Frage geht an Herrn Kellner. Und Herrn Zirke, wofür stehen Sie ganz konkret in Bezug auf Umweltschutz? Bei Umweltschutz oder Ausbaustoppen hier ganz konkret. Das heißt aber auch Kohleausstieg 2030, was wir eben gerade haben, Ausbau der Erneuerbaren. Aber Umweltschutz heißt auch Artenschutz, heißt Mobilitätswende, also Stärkung ÖPNV, Stärkung Bus und Bahn, heißt auch ein Umstieg auf Elektromobilität als Antriebswende beim Auto. Umweltschutz heißt eben auch, wir hatten das vorhin gerade bei der Frage von Tierhaltung, Tiere an die Fläche zu binden, also weg von Megaställen, wo sie das Futter aus Brasilien herschleppen, was dort den Regenwald zerstört, sondern eine artgerechte Tierhaltung, wo Tiere an Fläche gebunden sind. Auch das hat ganz viel mit Umweltschutz zu tun. Ich könnte jetzt noch ganz viel weiterreden, aber es kommt noch gar keine Musik, dann mache ich das einfach auch. Und wenn wir sehen... Ja, Umweltschutz ist eines der wichtigsten Projekte, die wir haben. Da haben wir auch eine Verantwortung. Umweltschutz muss klar durchgesetzt werden und es fängt natürlich vor Ort an. Das heißt, regional nachhaltig leben, sich auch in seinem Selbst, in seinem Konsum zu hinterfragen. Aber für mich ist momentan das, was mich am meisten bedrückt, zum Beispiel in Brasilien oder in anderen Ländern, der Abbau, die Rodung von Regenwäldern, die auch zum einen abgerodet werden, weil auch der Konsum in Europa auf diese Ressourcen zurückgreift. Das muss abgeschafft werden, das darf nicht mehr geschehen. Das ist für mich eine der wichtigsten Fragen. Und natürlich, Umweltschutz heißt auch, ressourcenschonend zu wirtschaften. Und da gibt es ganz große Aufgaben, die wir bewältigen müssen und wo ich auch von überzeugt bin, dass wir das können. Diese Frage geht an Frau Czok-Alm. Inwiefern wollen Sie die CO2-Steuer verändern? Die CO2-Steuer bezüglich Spritpreise.
Entschuldigung, ich bin manchmal, ich muss immer erstmal nochmal hinterher denken. Also ich bin der Meinung, dass eine CO2-Steuer auf der einen Seite sicherlich nötig ist, aber auf der anderen Seite sozial abgefedert werden muss. Und dass vor allen Dingen eine alleinige Erhebung einer CO2-Steuer ohne den wirklich radikalen Ausbau von Bus und Bahn und dass diese auch für die Nutzer kostenfrei sind, nichts bringen wird. Was werden Sie tun, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden? Diese Frage geht an Friedhelm Burginski. Also ich glaube, dass wir in Deutschland schon eine ganze Menge machen. Aber das wird natürlich nicht reichen und dementsprechend muss Politik auch Vorgaben geben. Und die FDP, und das wissen Sie, setzt sehr stark auf Innovation, setzt sehr stark auf Forschung. Und ich glaube wirklich, dass wir, ich denke immer daran, als ich vor 15 Jahren aus der Schule rausgegangen bin, habe ich meinen Kreidelappen hingelegt, habe den Polylux ausgeschaltet und bin ins Rathaus gezogen. Wenn ich heute in die Schule kommen würde, also bei uns in Eberswalde zumindest, gibt es keine Schule mehr, wo es eine Tafel gibt mit Kreide und Lappen oder wo es noch einen Polylux oder Ähnliches gibt. Das heißt, was in 15 Jahren passiert ist, ist der blanke Wahnsinn in den Schulen, in den einzelnen Bildungseinrichtungen. Und darauf setzen wir, dass wir sagen, genau das können wir in Deutschland. Wir können in der Forschung unheimlich viel erreichen und können völlig neue Methoden entwickeln, um den Klimazielen, um sie zu erreichen. Die nächste Frage richtet sich an Herrn Gnauk. Wie denken Sie, werden wir uns in 20 Jahren fortbewegen? Ja, wenn es ja nach der AfD geht, dann immer noch mit einem sauberen Verbrennungsmotor. Das sind ja die fortschrittlichsten Motoren weltweit. Wir müssen aufhören oder wir dürfen diese nicht verbieten. Der Verbrennungsmotor muss weiter fortbestehen. Deswegen kann man natürlich bestimmte Fortbewegungsmöglichkeiten weiterentwickeln, sei es nun das Elektroauto oder mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen, das ist richtig. Aber der Verbrennungsmotor soll, wenn es nach uns geht, auch noch weitere Jahrzehnte Bestand haben. Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Zirke. Wie wollen Sie in Zukunft den öffentlichen Personalverkehr gestalten? Ja, das sagte ich ja, integriertes Mobilitätssystem. Integriert heißt natürlich Abstimmung Bus mit Bahn, aber auch ein abgestimmtes System des Fahrplanes. Es muss mehr fahren und die Frage ist ja immer, jeder möchte, dass mehr fährt natürlich. Wie wird es finanziert? Klar und eindeutig, der Bund, die Bundesrepublik Deutschland muss Geld, das sind die Regionalisierungsmittel, erhöhen und muss den Ländern mehr Geld zur Verfügung stellen und somit auch den Kreisen, dass mehr Busverkehre und mehr Schienenverkehre bestellt werden können. Das heißt, dass die mehr fahren können und der Bund muss auch darüber gehen, dass nicht nur Schienenverkehre bezahlt werden, sondern dass der Bund auch Busverkehre bezahlt. Das ist momentan nicht so. Da muss eine Änderung stattfinden und wenn mehr Geld im System ist, das Geld ist vorhanden, dann können wir auch eine viel bessere Mobilität machen. Herr Kellner, für welche Energiegewinnung werden Sie sich einsetzen und warum? Also wir brauchen schleunigst einen Ausbau von erneuerbaren Energien, einen weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien. Ich setze mich dafür ein, dass beispielsweise die Standortgemeinden, also da, wo Windkraftanlagen, da, wo Freiflächen, Photovoltaikanlagen, es verpflichtend Abgaben an die Standortgemeinden gibt mit erneuerbaren Energien. Wir brauchen Photovoltaikanlagen auf allen Dächern. Das heißt, wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen wollen und wir müssen sie erreichen, dann brauchen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien und zwar ziemlich stark, sodass die Gemeinden davon profitieren und dass ehrlicherweise es auch einfacher wird, wenn sie versuchen, mal mit ihren Nachbarn eine gemeinsame Bürgerenergieanlage zu machen. Da sehen sie, wie kompliziert das mittlerweile geworden ist und das muss viel einfacher und viel leichter für all diejenigen werden, die in der Energiewende selber investieren wollen. Die nächste Frage richtet sich an alle und ich würde Sie dazu bitten, bitte nur einen Satz zu sagen und nicht so weit auszuschweifen, dass die Musik kommen muss. Ich weiß, Sie haben so viel Zeit, aber es wäre schön, wenn Sie es diesmal ein bisschen zusammenfassen könnten. Die Frage lautet, wofür und was werden Sie ganz konkret für unsere Region tun? Bezüglich des Umweltschutzes natürlich.
Ich würde sagen, es geht von links nach rechts. Also, Herr Zülke, könnten Sie bitte anfangen? Ich möchte gerne, dass mehr Geld vom Bund für Umweltschutz ausgegeben wird. Das heißt zum Beispiel die Vernässung von Wiesen, also wieder Moore entstehen zu lassen. Also ich würde erstens mir den Verkehrsminister greifen, um mehr für Mobilität im Nordosten zu erreichen. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Und zweitens würde ich die Bildungsministerin oder den Bildungsminister ständig nerven mit meinen Ideen zur Bildung. Also ganz klar eine Mobilitätsgarantie, auch im ländlichen Raum, ÖPNV stärker ausbauen, kostenfrei machen und natürlich auch massiv in Bildung investieren. Ich werde mich für den Naturschutz in meiner Heimat einsetzen, um diese schöne Natur zu erhalten. Ich werde die Stimme sein für die vielen Bürgerbewegungen und Bürgerinitiativen, die sich hier in der Uckermark und in Barnim gegründet haben, die sich eben gegen den unkontrollierten Ausbau von Wind- und Solarenergie richten. Ich setze mich dafür ein, dass die Zugverbindung von Templin nach Berlin, obwohl es nur 62 Kilometer sind, nicht eine Stunde 40 mit Umsteigen dauert, sondern das kann man unter eine Stunde mit direkt durchgehend oder knapp über eine Stunde direkt durchgehend schaffen. Sehr konkret, ich setze mich dafür ein, dass die Bahnstrecke von Templin nach Joachimsthal erhalten bleibt. Und noch ein Herzensthema, ich setze mich dafür ein, dass in diesem Wahlkreis dieser Irrsinn des Oder-Ausbaus, der schlecht für die Landwirtschaft ist, der schlecht für den Nationalpark ist, dass der unterbleibt. Kommen wir nun zur Auswertung der Tweetback-Frage. Die Frage lautete, worauf können Sie, um das 1,5-Grad-Klimaziel zu erreichen, verzichten? Die meisten Stimmen hat Markenbekleidung mit 58,14%. Wie schon vorhin angekündigt, werden jetzt noch einmal die Abschlussfragen gefragt, nämlich die Assessment Center-Fragen. Und Sie haben hier jeweils 15 Sekunden Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Es wird jetzt ausgelost, wer beginnen kann. Unsere Fee müsste dafür nach vorne kommen. Friedhelm Boginski. Warum sollte man Sie wählen? Nicht wählen, Entschuldigung. Man sollte mich nicht wählen, wenn man will, dass Menschen weiter ausgegrenzt werden. Man sollte mich nicht wählen, wenn man will, dass in Bildung nicht investiert wird. Und man sollte mich nicht wählen, wenn man nichts für diese Region erreichen will. Gut. Weiter geht's. Warum sollte man Sie wählen? Weil ich eine sehr lange Erfahrung habe, was Kommunalpolitik betrifft, weil ich lange im Schuldienst war, weil ich glaube, dass ich die Menschen hier im Nordosten gut verstehe und dass ich weiß, was sie wollen und dass ich weiß, woran man hier im Nordosten arbeiten muss. Kommen wir zum nächsten Kandidaten, wenn unsere Fee wieder einziehen könnte. Sollte man nicht wählen, wenn Ihnen der Klimaschutz egal ist, die unsere Freiheitsrechte für unsere und für künftige Generationen, sollten wir nicht wählen, wenn Ihnen Ungleichheit egal ist oder die gleiche Würde der Menschen für alle Menschen. Vielen Dank für die Beantwortung der ersten Frage. Kommen wir zur nächsten. Warum sollte man Sie wählen? Für die Themen, die wir gesprochen haben, aber ehrlich gesagt, meine große Bitte heute Abend an Sie alle ist, gehen Sie wählen. Wen ich empfehlen würde zu wählen, ist ja irgendwie logisch. Das ist auch nicht so sehr pointenreich. Aber eine große Bitte habe ich, wählen Sie demokratisch. Herzlichen Dank. Und nun zu dem nächsten Kandidaten. Oder Kandidatin. Man sollte mich nicht wählen, wenn man, wenn einem soziale Ungerechtigkeit egal ist, wenn einem Rassismus egal ist, wenn einem die Ungleichbehandlung egal ist. Und man sollte mich auch nicht wählen, wenn man vielleicht meiner Familie ein bisschen mehr Zeit für mich verschaffen möchte. Entschuldigung.
Nach 8 Stunden Arbeit ist es manchmal ein bisschen schwer, immer noch dran zu bleiben. Man sollte mich wählen, wenn man für soziale Gerechtigkeit, für die Beendigung dieser unglaublichen Ungleichheit, auch zwischen Ost und West, zwischen Mann und Frau, sozusagen sich dafür einsetzen möchte und endlich wirklich soziale Gerechtigkeit in diesem Land herstellen will. Und wählen Sie demokratisch, dem kann ich mich anschließen. Muss. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Warum sollte man Sie nicht wählen? Sie sollten mich nicht wählen, wenn Sie mit den derzeitigen Zuständen in diesem Land vollumfänglich zufrieden sind und wenn Sie nicht wollen, dass dieses Deutschland wieder erfolgreich und normal wird. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage. Nun kommen wir zum spannenden Teil. Warum sollte man Sie wählen? Man sollte mich wählen, weil ich ein junger Mann bin, der Volksvertreter werden möchte und der nicht nur alle 4 Jahre aus seinem Abgeordnetenbüro aus Berlin kommt, um dann zu sagen, dass er sich hier für die Region einsetzt. Und nun zu Stefan Zirke. Genau, die Kugel ist noch gezogen. Man sollte mich nicht wählen, wenn man Stillstand möchte, wenn man nicht daran glaubt, dass es Veränderung geben kann. Und vor allen Dingen sollte man mich nicht wählen, wenn man nicht zu dieser Verfassung steht und wenn man nicht an unser tolles Grundgesetz glaubt. Man sollte mich wählen, weil ich mich für die Menschen hier vor Ort einsetze, weil ich weiß, es lohnt sich, für diese Region einzusetzen. Wir brauchen Innovation in unserer Region. Innovation schafft Arbeitsplätze und Arbeitsmarktvoraussetzungen für ein gutes Leben. Vielen Dank für Ihre Statements. Und jetzt geht es weiter. Genau. Mit den Fragen aus dem Publikum. Fast vergessen. Kommen wir nun zu der Auswertung der Frage. Welcher Kandidat hat Ihnen heute Abend zum... Entschuldigung. Mein Fehler. Ja, genau. Die Frage, die Sie gerade gesehen haben, werden wir nochmal am Ende ansprechen und thematisieren. Jetzt, das war's mit unserem vorbereiteten Teil. Jetzt geht es um die offene Fragerunde, die im Livestream sind gefragt und natürlich unser tolles Publikum hier. Und wir haben natürlich noch ein paar Regeln zu dieser offenen Fragerunde. Die erste Regel ist, wenn Sie eine Frage stellen, bitte nennen Sie Ihren Namen. Bitte geben Sie keine Statements ab und stellen Sie konkrete Fragen. Am Ende benennen Sie bitte noch den Kandidierenden, von dem Sie die Antwort erbitten. Genau, jetzt geht eine kleine Fragefee rum mit einem Mikrofon. Und dort können Sie sich einfach kurz melden, wenn Sie eine Frage haben. Also jetzt geht's, melden. Nee, also die Fragefee kommt jetzt rum und Sie könnten es ja kurz signalisieren, falls Sie eine Frage hätten. Nach oben. Turbo, du müsstest einmal nach oben gehen für die Frage. Dann fangen wir jetzt erst, bevor Turbo oben ist, noch mit einer Frage hier unten an und danach machen wir weiter. Herr Gnauk, meine Frage geht an Sie. Mein Name ist Emilia Abdas. Ich habe mich nur gefragt, also ich war sehr überrascht, dass Sie davon geredet haben, dass Sie sich auch so sehr gegen Diskriminierung einsetzen, weil im Programm Ihrer Partei setzen Sie sich doch, soweit ich weiß, auch gegen Kopftücher ein, also für ein Kopftuchverbot und sehen Sie das nicht als Diskriminierung?
Nein, ich sehe das nicht als Diskriminierung. Ein Kopftuch hat in öffentlichen Einrichtungen, wie zum Beispiel in Ämtern oder in der Schule, nichts verloren. Jeder soll natürlich in diesem Land seine Religion frei ausüben, aber sie nicht einem anderen, ja, aufzwingen. Und von daher haben Kopftücher für mich in öffentlichen Räumen, also in Ämtern oder in der Schule, nichts verloren. Die Frage von Herrn von da oben. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Lautzi, bin Templiner und hätte eine Frage an die SPD und an die AfD. Es geht zwar hier hauptsächlich um die jungen Leute und die Antworten, die Fragen dazu, aber wir befinden uns im 21. Jahrhundert. Wir haben die Blockchain-Technologie, die disruptiv ist, die unser Leben in den nächsten 20 Jahren erheblich verändern wird, nach allen Richtungen. Wenn ich die Wahlprogramme lese, naja, sehr, sehr dürftig die Aussagen dazu, obwohl die so wichtig ist. Von der AfD habe ich keine Antwort, da habe ich das nicht gelesen, das Wahlprogramm. Deswegen bin ich da gespannt, was man mir dazu sagt. Warum wird die Blockchain-Technologie in Ihrem Wahlprogramm nur oberflächlich angekratzt? Entschuldigung, aber welche Technologie? Blockchain. Danke für den Beitrag, aber könnten Sie vielleicht noch mal die Frage präzisieren? Die Blockchain-Technologie könnte man jetzt zum Beispiel zur Bundestagswahl einsetzen, um ein manipulationsfreies Wahlsystem zu schaffen. Blockchain-Technologie ist nicht manipulierbar, nicht korrumpierbar, ist absolut sicher. Warum die Parteien auf diese zukunftsweisenden Technologien so wenig eingehen und so wenig Antworten geben, obwohl wir gerade mitten in der Umgestaltung sind, weltweit? Gut, also ich kenne das nicht, was Sie sagen, von daher kann ich Ihnen da keine Antwort geben, tut mir leid. Okay, Herr Gnauck. Sind wir uns mal einig mit der SPD, kommt ja auch selten vor. Also mir ist diese Technik auch nicht bekannt, steht auch nicht in unserem Wahlprogramm, aber ich nehme das natürlich gerne auf. Wir können uns nachher noch mal 10 Minuten darüber unterhalten. Noch weitere Fragen? Hier vorne. Ja, mein Name ist Nils Neudeck, ich bin der Direktkandidat von Die Partei. Ich habe eine Frage an Herrn Gnauck. Sehr gerne. Und zwar, wie stehen Sie zu Drogen, und zwar innerhalb der eigenen Partei? Ich lese jetzt einen Twitter-Text vor, der stammt von Ihren Bundestagsabgeordneten Jan Nolte. Da wurde, betone ich, mittags verfasst. Grüne verteilt Flyer. Mein Sohn, in Klammern 4 Wochen, richtet sich im Kinderwagen auf und ruft, kein zweites 2015. Wir haben 300.000 vollziehbare Ausreisepflichtige. Reintegration jetzt. Umstehende klatschen und weinen. Die Grüne wirft die Flyer weg und tritt in die AfD ein. Das kann man doch nur unter Drogen geschrieben haben. Oder was sagen Sie zu dem Text? Also ich glaube, mit psychedelischen Substanzen haben eher Sie die Ahnung. Ich persönlich kann jetzt nicht sagen, in welchem Zustand der Herr Nolte das verfasst hat. Ich sehe Herrn Nolte als einen sehr hervorragenden Verteidigungspolitiker an. Er war ja selbst Oberbootsmann bei der Bundeswehr, ist dann 2017 in den Bundestag gewählt worden. Ich glaube, er lehnt jegliche geistig verändernde Substanzen ab. Und das finde ich gut so. Und ich würde gerne bei den nächsten Fragen bitte keine Statements mehr. Wir würden hier gerne einfach nur konkrete Fragen hören. Danke. Ja, eine Frage an Herrn Gnauck. Was wäre, wenn Sie machen hier Verteidigungspolitik schwerpunktmäßig, was wäre Ihre erste Amtshandlung, wenn Sie Verteidigungsminister wären? Bitte noch einmal den Namen nennen. Hennig, mein Name. Ja, vielen Dank für die Frage. Natürlich müssen wir so ehrlich sein, die AfD wird dieses Land natürlich in diesem Jahr nicht mitregieren. Wir werden wieder Oppositionskraft werden, aber gesetzt dem Fall, ich werde mal Verteidigungsminister, dann wäre meine erste Amtshandlung, dass die Bundeswehr sich aus jeglichen Auslandseinsätzen zurückzieht und endlich mal zu ihrer Kernaufgabe der Landesverteidigung zurückkehrt. Noch weitere Fragen? Okay, wir haben hier noch von Tweetback ein paar Fragen. Die erste ist an Hannes Gnauck. Wie stehen Sie zum Klimawandel? Ja, meiner Partei wird ja oftmals vorgeworfen, dass wir den Klimawandel leugnen. Dem ist nicht der Fall. Das steht auch so in unserem Wahlprogramm. Es gibt eben nur keinen durch den Menschen postulierten Klimabestandsschutz. Von daher,
Ja, es ist relativ präzise in unserem Wahlprogramm beschrieben. Es gibt eine Erwärmung der Erde. Wir leugnen den Klimawandel nicht. Es gibt ihn. Wir sind eben nur skeptisch gegenüber, was der Mensch dann für dieses, für den Klimawandel kann und wie viel Einfluss er auf das Klima hat. Okay, dann sehen wir hier noch eine weitere Frage. Ist Gleichberechtigung von LGBTQ endlich geregelt? Da könnte ich vielleicht Herrn Zirke fragen und die anderen ParteimitgliederInnen können es ja auch noch mal beantworten. Okay, also ist noch nicht geregelt, noch nicht endlich geregelt. Und zwar fehlt mir immer noch, und das finde ich ganz traurig, dass zum Beispiel bei zwei Frauen, die ein Paar sind und ein Kind adoptieren, dass es nicht gleich wie ein Vater, also ein männlicher Vater behandelt wird, dass es da nach wie vor die Diskriminierung der Frau, die das Kind nicht geboren hat, in Adoptionsrecht gibt. Da muss noch viel geregelt werden. Und das ist ein Beispiel, dass wir da noch nicht am Ende sind. Ja, wir haben das bei uns ja im Programm drin, dass das uns unheimlich ist. Wichtig ist, dass alle Partnerschaften gleich behandelt werden. Und ich glaube, das ist eines der Ziele, das wir auch in der nächsten Legislatur ganz bestimmt schaffen werden. Also das ist natürlich noch nicht endgültig geregelt. Wir sind da auch noch ein ganzes Stück von entfernt. Also zum einen das Beispiel, was Herr Zirke gesagt hat, aber ein weiteres Beispiel ist das Ehegattensplitting. Also natürlich muss selbstverständlich unabhängig vom Geschlecht, unabhängig von der Art des Zusammenlebens, die steuerliche Gleichbehandlung aller Paare vonstatten gehen. Für mich gibt es dort keinen Handlungsbedarf. Großer Handlungsbedarf. Wir haben das auch, wir sehen das übrigens auch bei der Frage eines Selbstbestimmungsgesetzes, auch für Transsexuelle, da die jetzigen gesetzlichen Regelungen abzuschaffen und zu ersetzen, sodass alle Menschen frei und selbstbestimmt für sich entscheiden können. Eine Frage an Hannes Knauk. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. So formulierte es der langjährige Pressesprecher der sogenannten AfD, Christian Lüth, im Februar 2020. Er erklärt sich so, dass die sogenannten AfD die Gefahren von Corona und Klima leugnet. Natürlich nicht. Und dafür hat der Herr Lüth ja auch seine Konsequenzen ziehen müssen. Er ist nicht mehr Pressesprecher und das ist jetzt auch gut so, diese Aussage, die er da getätigt hat, je schlechter es Deutschland geht, umso besser ist es für die AfD. Die kann ich natürlich als jemand, der dieses Land sehr liebt, nicht unterschreiben. Und ich finde es gut, dass da Konsequenzen gezogen wurden. Gibt es noch weitere Fragen hier vor Ort? Oben gibt es noch Fragen. Eine Fee, wärst du so freundlich? Danke. Hallo, mein Name ist Jessica und ich würde gerne wissen, Frau Jockalm, warum denken Sie, sind Sie heute die einzige Frau hier? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich auch ständig. Ich denke, das hat einfach auch was damit zu tun, dass eben die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch nicht auf dem Stand ist, wie wir es gerne hätten. Dass vielleicht die anderen Parteien keine Frauen haben, die sich zur Verfügung stellen oder vielleicht das auch nicht wollen, dass sich Frauen zur Verfügung stellen, weil sie vielleicht der Meinung sind, dass das sozusagen keine Aufgabe für eine Frau ist, sondern dass die eventuell eher an Familie und Herd gehört. Ich finde es sehr traurig und auch ein bisschen peinlich für Uckermark Barnim, dass ich in diesem Kandidatenreigen, das muss ich ja nicht mal gendern, die einzige Direktkandidatin bin. Andererseits bin ich auch ganz stolz auf mich, dass ich als berufstätige Erzieherin und einzige Frau diesen Laden hier so wuppe. Eine weitere Frage. Okay. An Herrn Kellner. Was muss sich ändern, damit die Energiewende mehr Unterstützung in der Bevölkerung erfährt? Erstens, dass die Standortgemeinden mit Abgaben davon profitieren, wenn dort erneuerbare Energien erzeugt werden.
Zweitens, dass wir bei den Netzentgelten zu einer bundeseinheitlichen Regelung kommen, dass also nicht in Nord- und Ostdeutschland die Netzentgelte höher sind als in Süd- und Westdeutschland. Drittens müssen wir das EEG, als wir es mal eingeführt hatten, hatte schlanke 6 Seiten. Heute sind es 300. Es muss viel einfacher werden, dass man sich gemeinsam mit Menschen zusammentut und Bürgerenergieanlagen schafft. Also in dem Form die Erzeugung und die eigene Verwendung von grünem Strom deutlich erleichtern. Noch eine weitere Frage von Tweetback an Herrn Gnauk. Sind Sie für oder gegen Hartz IV für Ausländer? Also zunächst einmal muss ja gesagt werden, dass der Sozialstaat, der deutsche Sozialstaat, eine der größten Errungenschaften der europäischen Zivilisation ist. Er sichert die Schwachen, die vom Schicksal gebeutelten, und er ermöglicht zugleich den Aufstieg bei erbrachter Leistung und Fleiß. So ist zumindest die Theorie. In Wahrheit ist aber unser Sozialstaat mittlerweile verkommen zu einem Selbstbedienungsladen. Der Sozialstaat hat mittlerweile perverse Ausmaße angenommen. Wir laden die ganze Welt ein, um Menschen zu alimentieren, die nie etwas in unsere Sozialsysteme eingezahlt haben. Und deswegen sage ich, ja, ein starker Sozialstaat für die Menschen, die nicht arbeiten können und die vom Schicksal gebeutelt sind. Aber für Leute, die nicht arbeitswillig sind in diesem Land, muss es dann auch Sanktionsmöglichkeiten geben und Sozialhilfe natürlich erst für unsere Leute. Gut. Okay, also um die Frage jetzt nochmal mit einem klar oder Ja oder Nein zu beantworten. Wie stehen Sie dazu? Hartz IV gehört für mich abgeschafft. Ja, also die Diskussion stellt sich meiner Partei eigentlich nicht. Wir sind dafür, das Arbeitslosengeld 1 zu verlängern nach erbrachter Arbeitsleistung. Und deswegen sage ich Sozialhilfe für Menschen, die vom Schicksal gebeutelt sind und die nicht arbeiten können. Und für Menschen, die in die Sozialsysteme eingezahlt haben. Also ist das jetzt ein Nein? Das ist also ein Gegen? Das ist kein Nein. Auch ein Mensch, der aus einem anderen Land zu uns kommt, kann ja in diesem Land arbeiten und in die Sozialkassen einzahlen. Und wenn der dann einen Arbeitsunfall erleidet, dann soll er natürlich auch Unterstützung vom Staat bekommen. Okay. Herr Kellner, was wollen die Grünen eigentlich nicht verbieten? Also Regulierung ist Kern von Politik, und dass wir Asbest verboten haben, beispielsweise, weil es krebserzeugend ist, ist richtig. Oder dass wir Blei in Benzin verboten haben, weil es unsere Wälder zerstört, ist richtig. Dass ich sagen will, Kohleausstieg 2030, das heißt natürlich auch, ich verbiete ab 2030 Kohle zu verbrennen. Aber meine Auffassung, ich bin dafür da als Politik, dass Gesellschaft gute Regeln hat, aber nicht den Einzelnen vorzuschreiben, wie er oder sie leben soll. Gut, und dann haben wir noch eine Frage aus dem Publikum oben. Gut. Hallihallo. Mein Name ist Melvin Tambach und ich habe eine Frage an Herrn Kellner. Ja, genau. Ich stelle mir momentan häufiger die Frage, auch in der Sicht auf die momentane geopolitische Situation der Europäischen Union, wen sehen Sie als bestmöglichen Handelspartner in der Zukunft Deutschlands oder hier der Europäischen Union, halt eben eher Richtung Amerika, Richtung Russland oder Richtung China? Haben Sie Handelspartner gesagt? Das war akustisch für mich schwer zu verstehen gerade. Ja, ich habe jetzt auch keine Rede vorbereitet. Also ich mache mir gerade so gesehen gerade Fragen. Einfach so. Nee, alles gut. Also ich war sehr froh, dass Biden in den USA gewählt wurde. Eine große Erleichterung. Ich war zwischendurch in der Wahlnacht ziemlich verzweifelt. Ich weiß nicht, ob Sie es auch verfolgt haben. Und wir brauchen insgesamt eine andere Handelspolitik. Aber wenn Sie mich fragen wollen, wählen zwischen USA, China und Russland, dann würde ich sagen USA. Okay, hier vorne ist noch eine Frage. Ja, ich schon wieder. Diese Frage geht an den Kandidaten der FDP. Sie sagen, Sie möchten im Kampf gegen die Klimakrise auf neue Erfindungen zum Beispiel setzen. Im neuen Bericht des Weltklimarats, des IPCC, steht aber, dass die einzige Option, unsere Klimaziele zu erreichen, also das 1,5-Grad-Ziel, ist radikale Beschränkungen der weltweiten CO2-Emissionen vorzunehmen. Denken Sie, Sie wissen es besser als Wissenschaftler, die Ihr ganzes Leben dazu forschen? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, vorhin war die Frage auf Deutschland gemünzt. Wenn wir natürlich jetzt weltweit das betrachten, dann haben wir da ganz andere Probleme, weil ich nehme jetzt das Beispiel Brasilien oder viele andere Länder, wo ich glaube, dass wir
dort Hilfe leisten müssen, dass diese Länder überhaupt erstmal in die Lage kommen, diese Klimaziele zu erreichen. Ich bin von Deutschland ausgegangen. Ich glaube, in Deutschland ist das eine Möglichkeit, bestimmt von vielen, über Erfindung, über Innovation, über Forschung, diesem Ziel sehr nahe zu kommen. Okay, hier vorne war noch eine. Mein Name ist Jamil, ich bin in Templina seit 6 Jahren und ich habe eine konkrete Frage an alle Parteien, die Grüne und die Linke und die FDP und die SPD. Was wollen Sie besser für Integrationspolitik, Landkreis Uckermark und Parnin machen? Danke. Fangen wir mit Herrn Zieger an. Also wir müssen die Integration besser in den Arbeitsmarkt, also es muss denjenigen leichter und schneller gelingen, in den Arbeitsmarkt zu gehen, also arbeiten gehen zu können und sich dann auch mit zu integrieren. Und was wir natürlich auch, wovon wir wegkommen müssen, zentrale, also dass man zentral die Menschen eben unterbringt, sondern ich bin immer für eine dezentrale Unterbringung, also dass man ja einfach die Mischung hat und dann das auch das viel besser ist, mit Kontakt mit den Leuten zu kommen, und das macht es für viele einfacher. Aber der Zugang zum Arbeitsmarkt, glaube ich, der muss zügiger geregelt werden. Also für mich ist ganz wichtig die Frage der Bildung. Das heißt also, dass wir sowohl Kita als auch Schule weit öffnen, um Integration voranzubringen, weil ich glaube, das ist der Weg, um im Arbeitsmarkt dann überhaupt erstmal bestehen zu können. Und da haben wir großen Nachholbedarf. Also ich nehme das mal am Beispiel Eberswalde. Eberswalde hat ja vom Landkreis Barnim her fast alle Flüchtlinge 2015 aufgenommen, weil die Berlin-Nahen Kommunen ja keinen Wohnraum haben. Eberswalde hat entsprechenden Wohnraum. Und das ist ein riesengroßes Problem für uns als Kommune. Wir haben da richtig viel Geld als Stadt reingesteckt, um Kita-Plätze zu schaffen, um die Schulen so weit hinzukriegen, mit Sozialarbeitern, mit allen drum und dran, um Integration voranzubringen. Und ich finde es bis heute ganz schlimm, dass wir als Stadt Eberswalde weder vom Bund noch vom Land diesbezüglich eine Unterstützung gekriegt haben. Das haben wir alles aus unserem kommunalen Haushalt bezahlt. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und das ist ein Punkt, wo ich mir einfach wünsche, dass wir dort wesentlich intensiver finanzielle Rahmenbedingungen, bessere finanzielle Rahmenbedingungen schaffen. Also ich fange mal noch an einer ganz anderen Stelle an. Also gerade das Land Brandenburg und auch der Landkreis Barnim geht sehr restriktiv mit den bestehenden Asylregelungen um. Gerade wenn wir über die Duldung Leid für Menschen sprechen mit ungeklärter Identität. Ich begleite zum Beispiel einen jungen Mann aus Mali, der ist als Kind hierher gekommen. Der hat hier die Schule besucht, der hat in Templin eine Ausbildungsstelle gefunden, im Übrigen, die er nach 2 Wochen abbrechen musste, weil dann die Ablehnung des Asylantrags kam wegen ungeklärter Identität, der seitdem, das war 2018, auf der Duldung Leid hockt, mit 300 Euro im Monat auskommen muss. Und jetzt, also er musste dann zurückziehen ins Übergangswohnheim Wandlitz, nachdem er von Jugendhilfe in Ausbildung jetzt wieder in die zentrale Unterbringung gebracht wurde. Und damit wird viel zu restriktiv umgegangen. Wenn ein Kind keine Geburtsurkunde hat und keinen Pass hat, dann muss man dem helfen und Familienzuzug etc. einfach erlauben. Da fängt es nämlich an. Das ist richtig, aber für die Region jetzt Uckermark-Barnim, auch für die Frage, wir haben jetzt gerade, ich habe heute gerade mit einem großartigen Mitarbeiter von Carla Kniestedt, der Landtagsabgeordnete hier aus Brandenburg, geredet, dass jetzt gerade Mittel gekürzt werden sollen im Landeshaushalt für Integrationsmaßnahmen und für Unterstützung, und das wollen wir gerade rückgängig machen, also kämpfen ganz konkret dafür, dass die Mittel für Brandenburg, aber eben auch für Uckermark-Barnim erhalten bleiben. Und meine Frage richtet sich an Hannes Gnauk. Sie plädieren für ein Deutschland, aber normal. Können Sie dies bitte klar definieren und dazu mir bitte klar auch erklären, inwiefern die hier vertretenen anderen Parteien dies nicht können, so wie Sie es eventuell nach Ihrer Meinung nach könnten? Naja, ich bitte Sie alle in diesem Raum, sich mal zu fragen, wie normal ist denn dieses Land noch im Gegensatz vor 2 Jahren zum Beispiel,
Die Corona-Krise hat uns doch sehr gezeigt, dass diese Bundesregierung eigentlich in jeder Krise kopflos agiert. Natürlich war zum Anfang die Lage nicht klar, aber eine kopflos handelnde Bundesregierung hat uns jetzt in einen Zustand versetzt, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo soll das alles noch enden. Wir haben faktisch die Zweiklassengesellschaft, die 2G-Regel kommt in Brandenburg. Das heißt, wir haben eine Zweiklassengesellschaft. Nicht geimpfte, gesunde Personen werden von sozialen Einrichtungen, vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie das als Normalzustand bezeichnen würden. Ich bezeichne das nicht als normal und ich wünsche mir mein Deutschland wieder zurück, so wie es 2019 war, vor der Corona-Krise. Hier vorne war wieder eine Frage. Ich muss nochmal nachhaken wegen dem Wahlalter. 14 Millionen Bundesbürger dürfen nicht wählen. Das sind alle diejenigen, die unter 18 sind. Können Sie sich unseren Vorschlag anschließen, den wir als Partei gebracht haben, solange das ist, solange diese 14 Millionen nicht direkt oder indirekt durch die Eltern wählen dürfen, auch ein Maximalwahlalter einzuführen? Das wäre nach unserem Vorschlag 18 Jahre, Durchschnittsalter ist 83. Also ab 65 darf man da nicht mehr wählen. Also solange das nur so ist. Ne? An wen war die Frage jetzt konkret an gerichtet? An alle außer den Vertreter von der AfD, den habe ich vor uns gefragt. Dann fangen wir mit Herrn Zierke an. Ja, ich stehe klar für Wahlalter ab 16 und nach oben hin. Ab 16 und nach oben hin offen. So ist es auch bei uns. Danke, Gleichfeld. Ich schließe mich an. Gut, dann glaube ich, haben wir alle Fragen beantwortet. Wir hätten hier aber noch eine auf Tweetback. Okay. Vielleicht mit die letzte, die ParteimitgliederInnen stehen Ihnen davor, danach noch zur Verfügung für Ihre Fragen. Hier die letzte Frage vom Tierschutzverein Templin. Wie stehen Sie zur Kastrationspflicht für Freigängerkatzen? Werden Sie sich dafür einsetzen, diese in UM, also Uckermark, durchzusetzen? Wie unterstützen Sie konkret lokale TS-Vereine zu Themen finanzielle und kommunale Zuständigkeit für verwilderte Katzenbabys? Ich glaube, das richtet sich an alle. Nee, an Herrn Zierke. Achso, an mich, ja. Also die Frage kenne ich, die wurde mir schon schriftlich mitgeteilt und ich habe dem Verein angeboten, weil das wirklich ein Themenfeld ist, was ich nicht so habe, nochmal konkret mit zu diskutieren, dass ich weiß, um was es da geht. Und grundsätzlich ist für mich aber Tierwohl ein wichtiges Thema. Wir haben Tierheime unterstützen der Corona-Krise. Sie haben Geld bekommen und von daher lade ich Sie ein, wenn der Vertreter jetzt hier ist, wie schon schriftlich mitgeteilt oder durch meine Mitarbeiterin mitgeteilt, mit Ihnen darüber zu reden, wie man helfen kann, was die konkrete Hilfe ist und dann werden wir eine Lösung finden. Und weil ich noch kurz Minuten habe, Herr Buginski, ich muss noch richtig stellen, also wir haben doch schon Kitas unterstützt als Bund, und zwar die Sprachkitas, die sind auch in Eberswalde durch Bundesmittel unterstützt worden. Und da geht es genau darum, eben die Sprachbarrieren in den Kitas zu helfen, den Erzieherinnen zu helfen, dort eben die Sprachbarrieren zu beseitigen. Zum Schluss kommen wir noch zur Auswertung der letzten Tweetback-Frage. Welcher Kandidat hat Ihnen heute Abend zum jetzigen Zeitpunkt am besten gefallen? Das Ergebnis ist mit 27,5% Friedhelm Buginski von der FDP. Auf dem zweiten Platz ist Michael Kellner von Bündnis 90 Die Grünen mit 25% und auf dem dritten Platz Stefan Zierke von der SPD mit 17,5%. Das wäre doch ein tolles Wahlergebnis. Dann vielen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Und auch nochmal ein großes Dankeschön für die Zeit der Kandidierenden für diese Fragerunde. Und ich hoffe, Sie haben heute viel mitgenommen zur Wahl. Also gehen Sie nochmal alle wählen, das muss ich sagen. Ja, und Dankeschön. Geht alle wählen. Gebt doch nochmal einen Beifall für unsere Moderatoren hier, die haben es doch gut gemacht. Danke.